Seid ihr bereit für 13 knallharte Tracks, maximal vulgär, obszön, primitiv, tiefgründig, alles, was ihr euch vorstellen könnt, nackt. Seid ihr bereit, mit uns auf 13 Tracks ein Potpourri eurer gesamten Gefühlswelt zu durchleben? Es wird hart, Leute. Es wird wunderbar. Es wird hart und geil. Es wird wirklich hart und geil. Es wird sexy. Ne? Hart und geil, pause, baby. Hart und geil. Das kann man pausen, muss man aber nicht, ne? So. Also, los geht's. Wie heißt denn erste Tracks, Bruder? Ja, Arschrapper halt, ne? Ja. Mhm. Ja, Titelsong auch wird für übrigens, die Tour. Wird übrigens vielleicht auch fehlinterpretiert. Ja? Die Möglichkeit besteht, aber ich bin mir sicher, dass wir nicht die Einzigen waren. Oh, Alter, episch. Episch. Pickboy gibt dem Ding eine Sekunde. Oh, episch. Bruder, hörst du das Intro, Bruder? Kannst du dir vorstellen, was die zwei da drauf machen? Und kannst du dir vorstellen, wie die Tour. Wir haben jetzt. Wir haben die Tour gesehen, wie die mit Ich mag Bier reingekommen sind. Richtig? War es dope oder nicht? Bruder. War es dope oder nicht? Bruder, das war eine Sekunde. Ja, das, Bruder, das ist kein Plan, Alter. Ich hätte guten Shit sofort. Episch. Ich küsse dein Gehör. Hört sich an wie Scooter, Alter. Willst du mir gerade widersprechen? Es war nicht Scooter, aber es hat sich kurz angehört. Ich hab mich fucking Bruce Banner, Alter. It's hard out here for Pearl. 75 PM nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Es kann nicht schlecht werden. Ne? Oder wie Big Boss sagen würde, es wird episch. Wir sind jetzt ein Chartrapper. Wir sind jetzt ein Arschesser. Ja. Wir sind jetzt ein Langschläfer. Ein schon mittags ein Bier in von sich die Hand nehmer. Wir sind jetzt ein Chartrapper. Rotbier, Rotbier. Wir sind jetzt ein Arschesser. Wir sind jetzt ein Langschläfer. Ein schon mittags ein Bier in von sich die Hand nehmer. Also Menasmos in der Hook. Leben schon mal das beste Leben. So muss es ballern, so muss es knallen. Hier kriegt ihr das richtige Leben vorgelebt, wie es sein kann mit Bürgergeld 3000. Und einfach durchziehen halt, ne? Und gut gehen lassen. Langschläfer sein ist auch noch was Wundervolles. Noch gibt's die leider nicht, egal wen du da für FICK hast. Aber Gregor, was geht ab, Bruder? Wir nehmen es dann, sobald es geht, sofort, Bruder. Irgendwann haben wir es geklärt so, aber wir sind noch entspannt. Wir heulen zwar rum, aber sonst ist alles gut. Langschläfer, ein schon mittags ein Bier in von sich die Hand nehmer. Ich bin ein alter Boomer. Ich komm aus einer Zeit, wo's cool war, seinen eigenen Stuhlgang zu einem Schwein zu formen, was man dann gebumst hat. Ey, ich bin Unternehmer. Ich nehm unter einer Brücke des Keter. Ja, ich bin Unternehmer. So wie der Fuß von Neymar. Ich bin also, Unternehmer. So wie der Fuß von Neymar. Ich bin Unternehmer. Ja, so wie der Fuß von Neymar. Er hat ja recht, ne? Alter, ich liebe dieses, ich lieb's jetzt, ich schwör's, ich lieb's jetzt schon. Und unter der Brücke wird das Keter genommen, ja? Hab ich gehört, kannst du alles machen. Läuft. Hab ich gehört. Ich habe ja auch gehört, es gibt im Berghain auch eine Brücke. Es ist wild, es ist anders wild hier. Unternehmer, ich nehm unter einer Brücke des Keter. Ja, ich bin Unternehmer, so wie der Fuß von Neymar. Oh nein! Guck wie ein stolzer Vater in das Klo rein. Meine Scheiße sieht aus wie ein guter Rotwein. Party bei Tageslicht und mach Party bei Mondschein. Also lass uns mal ganz kurz über guten Code unterhalten, okay? Was würdest du sagen, ist denn, wir haben es hier gerade davon, ja? Wie würdest du guten Code beschreiben? Wenn du beschreiben müsstest, so im Abgang. Bruder, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht. Ja, aber deswegen. Spreche es ja jetzt an. Eine sanfte, geschmeidige, halbfeste Wurst. Okay. Mit wie viel Blatt Papier musst du abwischen? None. Das heißt, es hat diesen geschmeidigen Film, wo du einfach nur merkst, so. Warum gehen wir da so tief in die Materie? Einfach nur so. Ja, okay. Weil es bestimmt die Zuschauer auch interessiert, oder? Ja, habt ihr euch jemals schon mal so wundervoll über Code unterhalten? Über euren eigenen Stuhlgang? So. Bin mir sicher nicht, nein. Glatt, fest und glänzen ist sehr wichtig, sehe ich auch so. Die Frage ist jetzt nur, die ich mir hier stelle, so, wie bekomme ich meinen Stuhlgang glänzend? Ja? Der sogenannte Glücksschiss. Tatsächlich. Aber auch den Glücksschiss, by the way, kann man beeinflussen. Ja?
Das Problem ist, auf dem Weg dorthin, wenn es zu lange macht, könnte es zu Verstopfungen führen. Ne? Kann auch passieren. Aber es gibt so diese Zwischenphase. Wieso höre ich? Also ich habe zwei Fragen. Okay, cool. Glänzender Stuhlgang. Darf ich zwei Fragen stellen? Bruder. Okay, erstens, warum höre ich dieses Wort Glücksschiss heute hier zum ersten Mal? Kennst du nicht? Nein, Bruder. Ist nicht dein Ernst? Nein, noch nie gehört. In meinem ganzen Leben nicht. Ja, und du bist halt alt. Also das ist echt das eine heißt, Zeit. Das heißt, ich müsste es auf jeden Fall mal gehört haben, safe, oder? Safe. Habe ich aber nicht. Und die zweite Frage ist, ich wiederhole eigentlich mich wahrscheinlich, warum? Warum denn nicht? Okay. Stuhlgang ist, also bitte, gibt immer die Interaktion gerade eben und euch interessiert Stuhlgang, uns interessiert Stuhlgang die auch, genauso Leute, richtig. Die wir verloren haben nicht. Und uns interessiert Stuhlgang genauso richtig dolle, ja, und deswegen reden wir darüber. Der heißt doch eigentlich goldener Schiss, oder nicht? Es wird immer wilder. Und wir sind bei Menasmus, Bruder. Lass ehrlich sein, ne? Und da kann man dieses Thema safe behandeln. So sehe ich das. Weiter geht's. Chefin, nimm unsere Penisse ein als Brotzeit. Positiver Schwangertest bei deiner Mami. Kickdown mit Pissfleck in der Boxershorts in meinem Ferrari. Wer uns nicht feiert, ist ein dummer, arroganter Nazi. Ist auch ein guter Diss eigentlich, ne? Positiver Schwangerschaftstest bei deiner Mami. So wie er über die Line geflogen ist, klang aber fast wie Tarek. Wer uns nicht feiert, ist ein dummer, arroganter Nazi. Verschlaft die Preisverleihung bei irgendeiner Arschfick-Party, oh. Unsere Fans sind von der dummen Sorte. Sie feiern unsere Scheißzeilen wie Fußballtore. Ich wache auf und sage guten Morgen. Und dann kommt Schnäpsel in meine Fresse, so wie bei Clowns Geburtstagstorten. Unsere Fans sind von der dummen Sorte. Das ist doch mal einfach, das ist ein sehr, sehr liebes Kompliment. Das kann man genau so rauslassen. Bei uns haben sie auf jeden Fall recht. Ja, Bro, aber sowas von. Ja, Bruder. Aber sowas absolut. Von. Wieder auf diese Stöpple. Was ihr gerade hört, ist der viel Beat zu krass. Ist krass. Das ist viel zu krass für euch, habt ihr gar nicht verdient, weil es viel zu heftig ist. Arschrapper, da musst du erstmal drauf kommen auf sowas, so kapiert? Ich muss erstmal wieder kommen auf sowas, kapiert? Beat-Inspiration, woher? Hustle and Flow. Hustle and Flow, whoop the track. So, ja, ist Hustle and Flow. Es ist Hustle and Flow, whoop the track. Die Rolls sind so krass. Ne? Und mal wieder so, I'ma make you suckers recognize I'm playing. No. Ah, so ist es, ne? Whoop that trick. Und vor allem DJ Qualls, dieser skinny ass Motherfucker, ne? Ich liebe ihn. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Einer der besten Leute. Ah, zeig ihnen das Schlangenauge. Ja, anderer Film, anderes Thema. Aber ich liebe es sehr. Kennst du? Verdient, weil es viel zu heftig ist. Arschrapper, da musst du erstmal drauf kommen auf sowas. Du kapierst das alles gar nicht. Wir sind jetzt ein Chartrapper. Wir sind jetzt ein Arschesser. Wir sind jetzt ein Langschläfer. Ein schon mittags ein Bier in von sich die Hand nehmer. Wir sind jetzt ein Chartrapper. Ja. Wir sind jetzt ein Arschesser. Arsch. Wir sind jetzt ein Langschläfer. Ein schon mittags ein Bier in von sich die Hand nehmer. Ich tippe die Fanta, mache nix und kriege dafür Geld, als wär ich verbeamtet. Ich gammel im Kaff rum wie ein... Ich mache nichts und kriege dafür Geld, als wär ich verbeamtet. Schöne Grüße an meinen Stiefpapa, ne? Nur Liebe. Und kriege dafür Geld, als wär ich verbeamtet. Ich gammel im Kaff rum wie ein gottverdammter Pferdeapfel. Deine Eichel gibt es nicht bei Pizza Hut, aber sie hat einen Käserand. Du kaufst dir ein Penismessgerät bei eBay Kleinanzeigen und es tut bei dir Kleinanzeigen. Oho, er mumbelt. Er mumbelt ja fast schon. Bei eBay Kleinanzeigen und er tut bei dir Kleinanzeigen. Ja, und es gibt einen Käserand, Gott. Ne? Und ja, Gregor, der Beat im Megadrom hätte auf jeden Fall für 1-4 Polizeieinsätze gesorgt. Und wisst ihr, was das Problem aber ist? Ihr seid damit 15 Jahre zu spät dran. Ja, ich falle den jetzt noch. Wenn sie sogar 20 sind. Ja, das ist krass. Megadrom hat 2-7 geschlossen, ne? Ja, aber das hier so 2-3, 2-4. 2-3, 2-4. Das wäre, da war ich down. Tote gegeben in der Hand. Nicht bei Pizza Hut, aber sie hat einen Käserand. Du kaufst dir ein Penismessgerät bei eBay Kleinanzeigen und es tut bei dir Kleinanzeigen. Mein Pimmel geht über die Wolken wie Reinhard May. Krieg ich einen Steifen, werde ich kreidebleich. Ich bin verstrahlt so wie Tschernobyl. Du bist bekannt für deinen Zwergenpimmel. Ich schaue in den Sternenhimmel und bete zu Gott, dass ich bald in dem Fernseher bin. Ja. Nimm mir Arbeitslosengeld, denn die lieben Fans gaben diesen Arbeitslosengeld. Hey, jetzt haben diese Bürger Geld, kein Bürgergeld.
Jetzt haben diese Bürgergeld kein Bürgergeld. Ich hab's doch vorhin schon gesagt, ne? Angeteasert mit dem Bürgergeld. Kristall will zu unserer Show, aber dafür ist die Tür zu eng. Wir sind wie Markus Rühl, nur mit ohne Muskeln. Und wir bringen euch die Musik für die, die wo dumm sind. Minas Moos, wir sind wieder da. Halleluja, das ganze Land läuft sich zum Pflegefall. Jungs von Menes Moos, gute Musik machen, das wissen wir jetzt alle, gell? Ja, ja. Ich hab die letztens in die Kneipe getroffen. Ist das Badesalz? Ich hab's letztens, ne? Ich hoffe ja nicht, ne? Aber Badesalz? Es könnte Badesalz schon ein bisschen sein, ne? Denkst du, willst du wohl mittrinken? Alle, spust am nächsten Tag nichts mehr, es war nicht mehr schön. Wir sind jetzt ein Chart-Rapper. Wir sind jetzt ein Arschesser. Wir sind jetzt ein Langschläfer. Ein schon mittags ein Bier in von sich die Hand nehmer. Wir sind jetzt ein Chart-Rapper. Wir sind jetzt ein Arschesser. Wir sind jetzt ein Langschläfer. Lang. Ein schon mittags ein Bier in von sich die Hand nehmer. Arsch. Esser. Arsch, Esser. Beat ist eine Waffe halt, ne? Lass ehrlich sein. Also Beat ist eine 10 von 10. Beat ist eine 11 von 10, Alter. Aber der MF Doom is King ist auch, ich kann vollkommen nachvollziehen, warum dir das nicht taugt. Das hier ist halt der harte Süden wirklich in den 2000ern, Alter. Cadillacs, Candy Paint, da geht gar nichts. Wood Grain, dieser Song wäre in jedem Auto gelaufen. It's kinda harder here for a pimp. Oder im Süden wäre das Ding rauf und runter gelaufen, der Beat, unfassbar. Alles cool. Also Sound ist wundervoll. Würdest du bei deinem Episch bleiben? Ich würde bei meinem Episch bleiben. Na, also, Victor hatte mit seiner einen Sekunde, Millisekunde von Anfang an vorhin einfach recht behalten. Du Maschine, Alter. Bruder, die Hook ist Killer, Bruder. Gerade für ihre Live-Sessions ist das unfassbar stark. Auf jeden Fall. Unfassbar stark. Ist halt auch perfekt darauf produziert, ausgebaut und allein ich sehe die jetzt mit dem Song schon reinkommen. So. Also alles andere wird keinen Sinn machen. Und was gibst du dem Ganzen? Gib du mir ein dopes und das fuck. Ah, der Big Boy fängt schon wieder viel zu... Ich auch. Ja, dachte ich mir. Hätte mich jetzt gewundert, falls ich verstehe das Thema gerade nicht. Ne? Ganz, ganz klar von uns. Chat, ihr seid wie immer dran. Bitte einmal schön Finger in die Tasten. Und lasst uns mal wissen, hat euch der Track gefallen? Arsch Rapper. Der erste Track auf dem neuen Menas Moos Album. Dopestens ist fuck. Wenn es euch nicht gefallen hat, gibt's ein... Nope. Oder ein, ich kratze mir den Bart mit dem Korb von Big Boy. Ja, yeah, so. Ne? Weil hat gejuckt. Dopestens ist fuck, ne, also. Ne, für dieses Jahr, also ganz kurz, ne, also Evil Heart 69, machen Gegenvorschlag. Ich lasse mich gerne noch eines Besseren belehren. Warum sie Stürme nach Menschen? Nee, sorry. Also fühle ich schon so. Aber thematisch jetzt mit dem Ding ist Eminem bis jetzt, ich wüsste jetzt nichts, was da rankommt. So, einfach nur meine Meinung. Ist das alles, was vom Chat kommt? Echt? Gregor ist Hallo. Der Einzige. Das ist das alles, was von euch gerade kommt? Wir haben viele neue Leute vielleicht am Start, ne? Das kann durchaus sein. Aber dann machen wir das einfach mit dem nächsten Track dazu. Knockout. Ja, bitte. Irgendwie habe ich Angst vor dem Song. Hey. Wenn du das genau so gemeint hast, im Vergleich zu dem Track, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Hey, spannende Sache, hätte das ein krasser Anwärter sein können. Ja, the Dirty South-Zeug ist nicht stimmen. Du musst dir vorstellen, wie stark auch der Hip-Hop, den du hörst, aus dem Süden inspiriert ist. Ne? Also wenn du jetzt mal Mano nimmst, wenn du UGK nimmst. Leute, 8-Ball. Und MJG. Starface, Ghetto Boys. Also Bruder. Ich bitte euch, ne? Also da ist harter Einfluss für New York. Fast jeder New Yorker Rapper nennt Scarface vor Tupac. Outcast. Oder vor Ice Cube. Outcast. Muss mit rein, so. Unbedingt. Dann nicht understaten. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist nicht Shake It Like a Sour Shaker. Das ist aber ist auch so ein Trillwheel-Ding, so. Das ist ein Trillwheel. Das so ist ein Triller. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Da waren wir auch mal lange zu Hause. Schick das mal Bambi, der feiert. Bambi? Oh, Killer Mike sagt King auch. King of the South. Killer Mike sagt, lass mich auf dieses Album. Ja. Nee, aber sehr, sehr stark auf jeden Fall. Also, next one ist Knockout. Und los geht's. Drill ist aus New York, Bruder. Was wir gesagt haben, ist Trill. Das ist Trill, totally different Trill, thing, Bruder. Das ist wirklich komplett unterschiedlich.
Und wir sind einfach gerade so im Down-South-Bereich an sich übergangsweise zu krank. Und Drill ist New York. Und Drill ist einfach New York tatsächlich. Wir kommen, ja, bis an die Zähne besoffen. Jede Woche gehen wir Knockout. Schwarze Lunge, blonde Locken. Wir kommen. Einfach mal die Pascha in dem Anspielung, so Alter. Sieht's aus. Bis an die Zähne besoffen. Jede Woche gehen wir Knockout. Schwarze Lunge, blonde Locken. Ja, yeah, ich schreibe. Schwarze Lunge, blonde Locken. Schababs, Botten. Grüne Augenbraune Locken. Tiens, Rocken. Halbe Kiste, wenn wir shoppen. Ja, was für ein Track, Alter. Ja. Aber, ist auch sehr gut gemacht gerade. Die Woche gehen wir Knockout. Schwarze Lunge, blonde Locken. Ja, yeah, ich schreibe einen Killer-Part und bin nicht mal interessiert. Deine Mutter bringt mir im Bikini Bier. Riesenglied in der Amiri-Jeans. Applaudier oder du wirst von mir erschießt. Ich hab's. Was ist denn hier im Beat los? Erschießt. Und Riesenglied in der Amiri-Jeans. Der Beat ist ungewöhnlich, Bro. Der ist sehr ungewöhnlich und kommt anders. Kommt eigentlich wie. Tut mir gerade schwer. Wie ein Peitschenschlag von einem übergroßen Glied. Ja. Monaten Blut im Stuhl, doch ich geh nicht zum Arzt, denn ich bin zu cool. Scheiß auf mein Leberwert, mir ist wenig weniger als meine Leberwert. Dein Pimmel ist klein, so wie Lichtenstein. Dein Vater raucht im Bahnhofsviertel bei Tageslichtenstein. Mein Pimmel riecht wie eine Kanalrampe. Also wenn man sich jetzt mal nur auf den Beat konzentriert, ne, dann ist der super komplex. Dann, wenn man da richtig reingeht, ist der auch gar nicht wack oder so. Aber mit den Raps tue ich mir da echt schwer. Ich habe ein... Ich glaube, einen direkten Vergleich, Bruder, das würdest du schon sehen und dann würde ich sie auch spüren lassen. Ich habe einen direkten Vergleich, aber mir fällt der Name von dem Track gerade nicht ein, aus den States. Ugly. Nee, Ugly ist ja viel. Oh. Nee, der ist es nicht. Geht in eine ähnliche Richtung, aber ich komme gerade nicht drauf. Im Bahnhofsviertel bei Tageslichtenstein. Mein Pimmel riecht wie eine Kanalratte, weil ich mit deiner Mama anal mache. Ich zeig dem Kontrolleur keine Frage. Mein Pimmel riecht wie eine Kanalratte, weil ich mit deiner Mama anal mache. Ja, das möchten wir jetzt nicht weiter vertiefen. Wenn ihr mehr Infos dazu wollt, schaut euch unser Interview am Candy Shop an. Ich glaube nicht, dass eine Kanalratte dann so riecht. Und wir hatten es neulich erst, ne? Stell dir bitte mal den Raum vor, wie der nach Kacke stinken kann, wenn das schief geht. Warte, weil ich mit deiner Mama anal mache. Ich zeig dem Kontrolleur keine Fahrkarte, nur eine Halbplatte und eine Alpfahne. On stage, off day, mein Gehirn ist ein Lost Place. Schrottleben, immer Kopfweh, egal, ich mache es trotzdem. Wir kommen, ja, bis an die Zähne besoffen. Jede Woche gehen wir Knockout, schwarze Lunge, blonde Locken. Wir kommen, bis an die Zähne besoffen. Die Hook passt perfekt, ne? Grüne Augen, ja, braune Locken. Eine Woche gehen wir Knockout, schwarze Lunge, blonde Locken. Ich schreibe einen Killer-Part und bin nicht mal motiviert. Applaudier lieber, sonst gibt es Tote hier. Ey, mein Dödel ist ähnlich wie Klopapier, denn er chillt in dem Loch von dem Po bei dir. Ey, jetzt guck mal zu, wie ich den Nazi schlag, bis sein Schädel aussieht wie Tomatenmark. Die Tablette hier ist nicht von Ratiopharm. War das nicht eine schöne Metapher? Lass es schon zu, wie ich den Nazi schlage, bis meine Hände die Farbe von Tomaten haben. Nee, das war eher der Penis im Klopapier. Entschuldigung. Ja, der Penis im Klopapier. Der ist hängen geblieben bei mir. Sorry. Dass du dich jetzt. Priorität. Dass du den Fokus jetzt auf die wichtigen Lines setzt, ist auch klar, aber da bin ich zu Hause gewesen kurz. Und hab mir immer noch gedacht, so, nice. In seinem Kopf so, hab ich eigentlich noch eine Amiri-Jeans? Chillt in dem Loch von dem Po bei dir. Ey, jetzt guck mir zu, wie ich den Nazi schlage, bis sein Schädel aussieht wie Tomatenmark. Die Tablette hier ist nicht von Ratiopharm, sondern von so einem Typ von der Gallus. Warte, hör mir zu, denn ich hab viele Lines wie ein Strichcode. Dein Vater verteilt nachts um drei auf dem Strichcode. Ich chille mit den Amigos, wir holen uns alle ein Pivo und ich chill mit den Amigos. Ging das da schon los? Herrlich. Du weißt ja, sie haben zweiten Platz gemacht, ne? Ja, ich weiß. So, und wer war vor ihnen? Weiß ich nicht. Die Amigos. Ja, die Amigos, ja, na klar. Na, das Halbjahr. Deswegen sind sie jetzt auch ihr Traumfeature fürs nächste Album. Aber werden sie klären, hoffe ich. Auf jeden Fall, ich hoffe doch. Und dich leider aus, weil dein Pimmel ist ganz kleines Kino. Okay, on stage, off day. Mein Gehirn ist ein Lost Place. Schrottleben, immer Kopfweh. Egal, wir machen es trotzdem. Wir kommen, ja, bis an die Zähne besoffen. Jede Woche gehen wir Knockout. Schwarze Lunge, blonde Locken. Wir kommen.
bis an die Zähne besoffen. Jede Woche gehen wir Knockout. Schwarze Lunge, blonde Locken. Schwarze Lunge, blonde Locken. Schwarze Lunge, blonde Locken. Schwarze Lunge, blonde Locken. Bis an die Zähne besoffen. Schwarze Lunge, blonde Locken. Aber lass mal ehrlich sein, wenn du den Beat so hörst, ist er fire, ne? Wenn das so kommt. Das ist das, was ich auch gesagt habe. Das ist die Kombination so mit dem Rap an sich. Ich habe mir tatsächlich bei dem Part von Mad Fred schwer getan mit dem Beat. Ich weiß nicht warum. Schwarze Lunge, blonde Locken. Ha. Absolutes Fire hier. Hau raus. Ich bin gespannt. Ich habe dich angetappt. No Diddy, Alter. Das hat mit Diddy nichts zu tun. No Alter. Diddy, Alter. Du kannst nicht immer bringen. Genauso wie ein Pause. Ein inflationär genutztes Pause ist auch nicht Pause gut. Pause ist so viel, wie ich will. Nee, das habe ich Musa auch schon beigebracht. Ja, plus Costa, plus Costa, ja. Ja, sagt halt auch eiskalt ohne Pause halt. Costa darf machen, was du willst. Ja, darf Costa darf machen, was du willst. Erinnere dich an unseren Part in dem Podcast. So. Ich habe auch gesagt, ohne Pause, oder Freunde. Bei manchen Dingen brauche ich auch keinen Pause. Na, da muss man es einfach so nehmen, wie es ist. Ich pause so viel und wann ich will. Das kannst du immer. Der Track kriegt von mir ein Dope, weil ich mir wirklich schwer tue mit dem Beat. Rap- und humortechnisch brauche ich dazu nichts sagen. Das ist immer on point. Trifft halt bei mir alles, was lustig ist. Und von mir gibt's ein Dope Stance, weil ich es irgendwie doch schon feier. Und ich finde es sehr, sehr kreativ, dieser kleine Jersey-Part zwischendrin. Hätte man noch länger ziehen können. Ich weiß, was Big Boy auf jeden Fall meint. Ich fühle ihn da. Aber ich kann mir den Track auf jeden Fall noch 1, 2, 30 Mal in meinem Leben geben und das heißt, es muss ein Dopestens sein. So sehe ich das. So, Chat, ihr seid dran. Was gebt ihr dem Track Knockout von den Menos Mösen? Ballert bitte. Als nächstes nehmen wir einfach mal Rauchen dran. Oder wie der Franke sagen würde, Rauchen. Rauchen. Das deutsche Cover, ne? Von Smoke Some Weed. Rauchen. Also, next one. Rauchen, los geht's. Ich lach jeden Menschen aus, denn ich mindestens schon seit der Grundschule Kette rauch. Beat ist wild, Leute. Der Beat ist jetzt auch eine also 10 von 10. Beats sind krank, ne? Beats sind wirklich krank. Wir müssten mal, weißt du, ich schwöre es euch, kannst gleich nachgucken. Ich habe schon mal bei einer Menasmus Reaction von Paul Mont erzählt, der DJ ist und aber auch Produzent. Das ist sein Sound. Big Boy wird jetzt nachgucken, vielleicht liege ich richtig oder falsch, aber ich behaupte jetzt gerade, das sind Paul Mont Beats. Das passt genau in seinen Film, das ist genau ähnlich vom Vibe wie die Edits, die er baut für die Clubszene an sich. Das Ding ist wild und ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage das. Paul Mont, übertalentierter Motherfucker. Ja, ich schwöre. Produziert von Cosmic Hamza. Wir müssen rausfinden, wer das ist. Ich lach jeden Menschen aus, denn ich mindestens schon seit der Grundschule Kette rauch. Okay. Mitten in der Nacht, ich wach von meinem Wecker auf, weil ich meine Raucherpausen auch während ich penne brauch. Süß, wie du hustest mit deinem Eikos. Klar, könnte ich aufhören, ich hab nur keinen Bock. Süß, wie du hustest mit deinem Eikos. Schöne Grüße an das Marketing-Team von Eikos. Klar, könnte ich aufhören, aber ich hab keinen Bock. Der Doc zeigt geschockt auf meine Röntgenbilder. Ich sag ihm, heul nicht rum. Der Doc zeigt geschockt auf meine Röntgenbilder. Aber da merkt man halt auch wieder, ne? Die Jungs können auf jeden Fall ziemlich dope rappen, wenn sie wollen. So. Und die ziehen es sehr, sehr geil durch. Und hier zeigen sie es. Klar könnte ich aufhören, ich hab nur keinen Bock. Der Doc zeigt geschockt auf meine Röntgenbilder. Ich sag ihm, heul nicht rum und zieh so fest, ich kann am Zigarettenfilter. Hab ich Angst, dass ich vom Rauchen sterbe? Ich hab höchstens Angst, dass es auf der Erde nicht genug Feuer gibt für alle Kippen, die ich hier noch... Oh, das war so schön geflippt gerade, Alter. Aber die Line war noch nicht durch, Bruder. Mach doch, das war sehr schön geflippt. Das ist sehr schön geflippt, Mann. Ja, hab ich Angst, dass ich vom Rauchen sterbe? Ich hab höchstens Angst, dass es auf der Erde nicht genug Feuer gibt für alle Kippen, die ich hier noch rauchen werde. Meine kein Ägypten fährt, wenn ich sag, ich kaufe Camel. Es ist ein neuer Tag. Ich halte das Feuer an die Stäube Sand. Meine Freundin sagt, dass ich hier aufzuhören versprochen hab. Doch da muss ich mich wohl versprochen haben. Bräutigam, Kreißsaal, Kita, Schule, Arbeitszeit, dann Altersheim, bis in den Sarg hinein. Bitte schreib auf mein Grabstein, das Geilste an seinem Leben war die... Kurz mal mein Leben beschrieben. Jetzt mal ganz, ganz ehrlich, Bro, no shit, der Sound ist krass. Der Sound ist krass, Bruder. Überkrass. Jetzt nimm mal das Intro gerade noch, oder zumindest den ersten Track, Arschrapper.
Und jetzt nimmst du das noch mit rein. Das ist ja übersick. Das ist ekelhaft gut. Das ist ja wirklich übersick. Also Vibe. Sag hinein, bitte schreib auf meinen Grabstein. Das Geilste an seinem Leben war die Qualmerei. Ich will für immer rauchen, 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 rauchen. Ich will bisschen rauchen, 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 rauchen. Bis unsere Lungen grau sind. Rauchen, 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 rauchen. Hook is fire. Rauchen, rauchen, ich will bisschen rauchen. Das am häufigsten verwendete Sample im Hip-Hop ist dieses Nelly Dilemma. Ja. Na, auch schön eingesampelt hier im Hintergrund. Ich habe den Ton nicht getroffen, aber der müsste durch. Bis unsere Lungen grau sind. Rauchen, 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 rauchen. Dope. Ich will bisschen rauchen, 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 rauchen. Alle Zigaretten aufbrauchen. Wir sind ne coole Gang, rauchen Tabak bis die Lunge brennt. Brandloch in dem vollgewichsten Unterhemd. Das ist unser Leben. Wenn ich sterbe, tu mir eine Stange Camel mit unter die Erde. Erste Date, Penny, Wein, kein Candlelight. Ich betrete den Raum und alle Menschen kriegen Penner-Vibes. Hotte Klimmstängel, lange Pimmellänge. Metastasen vom Gehirn bis zur Achillessehne. Metastasen vom Gehirn bis zur Achillessehne. Oh. Wenn du dir mal anguckst, wie die ihre Reime aufbauen, die sagen zwar wirklich den strangesten Shit, aber versmaßtechnisch, styletechnisch, es ist so krass. Und man muss sagen, die Community hinter Minas Moos ist sick. Überragend, Leute. Die ist wirklich geisteskrank. Ist der Wahnsinn. Und wenn es scheiße wäre, würden wir euch sagen, aber es ist es halt nicht. Also es ist wirklich nicht, es ist wirklich nicht. Mit einer der besten Live-Shows, die ihr sehen könnt. Ich würde mir nur manchmal ganz ehrlich wünschen, dass mehr Leute in Clubs das abfeiern. Ich habe das dieses Jahr auf dem Summer Open Air, auf dem Festival, gezockt. Und tatsächlich, ich behaupte mal, 700 Leute unglücklich gemacht, aber 50 unwahrscheinlich glücklich. Und die haben in dem Moment so gerockt. Ja? Ich mag Bier, B-I-R. Mama sagt, bitte sauf weniger. Und dann drehen die halt völlig durch so. Und das ist das Geile an dieser Community. Die drehen halt maximal am Rad und eskalieren. Und ich liebe es. Ey, ein kühles Blondes und ein Lungenbrötchen. Gibt es schon früh am Morgen bei uns Hurensöhnen. Was, du kommst mit harten Schlägern wie ein Golfset? Okay, wir kommen mit schwachen Körpern auf dem Rollbrett. Mehr Teer in der Lunge als auf deutschen Autobahnen. Dieser Text fiel mir ein, als ich eine rauchen war. Heute noch gesund, morgen auf der Intensivstation. Wenn ich atme, kannst du ein lustiges Fiepen hören. Wenn ich atme, kannst du ein lustiges Fiepen hören. Deine Mutter. So, erstmal eine rauchen, 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 rauchen. Der Beat ist brutal. Rauchen, rauchen. Track ist brutal. Rauchen, erstmal eine rauchen, 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 rauchen. Erstmal eine rauchen. Krass. Dope ist das Fuck. Alles Dope aus. Ist das Fuck von mir auch. Alles aus bei dem Track. Das ist rap-technisch ganz großes Kino. Thematisch, klar, brauchen wir nicht drüber reden, ja. Kinder, wenn ihr das hier sehen solltet, raucht nicht. Ja, einfach nicht rauchen. Aber der Track ist Bombe, Alter. Ist er wirklich. Diesen Vibe musst du erstmal erzeugen. Das könnte Rauchen in der heutigen Zeit dazu führen, dass dieses Album indiziert wird? Nee, glaube ich noch nicht. Ich glaube, wenn sie sich da eher festlegen würden, es war jetzt Icos mit drin, es war Camel mit drin, es waren noch ein paar andere Marken mit am Start. Sie könnten was Ähnliches kreieren und erschaffen wie bei Wickhühler, aber sie sollten sich halt einfach auf Camel festlegen und dann war's das. Können sie auch perfekt in ihre Texte mit einbauen, mit einer Camel Toe. Ne? Es geht, es geht. Es würde passen. Also der Boy würde praktisch sagen, Bitch, du zeigst mir nachts den Camel Toe. Ich denk mir, I can smell it till here. Ich rauche jetzt erstmal eine Camel Ho. Ja, war okay. Ja, nehmen wir genauso, Bruder. Ja, genauso. So, Big Boy startet schon wieder mit dem nächsten. Aber der Chat darf erstmal noch mehr Dope sind das Fuck. So. Also, falls ihr das so empfindet, ansonsten dürft ihr uns gerne, gerne sagen. Erstmal eine rauchen, rauchen, rauchen. Next one, ich bin cool. Ich bin cool. C-O-O-L. So ist es. Los damit. Haben wir den schon gehört? Ja,
schon eine Reaction. Ja, ne? Unsere Kinder werden sagen, unsere Väter waren Säufer. Sie haben davon gesungen und darum haben wir jetzt Häuser. Die Texte waren billig und die Jacken waren teuer. Und die Pimmel waren in jedem Arsch von Deutschland. Mach den Joint an, mach das Bier auf. Wir kommen mit mehr Bieren als ein Birnbaum. Da ist er wieder, ne? Wir kommen mit mehr Bieren als ein Birnbaum. Ja, wo sie recht haben, ne? Also hierzu gibt es schon eine Reaction. Wundert euch bitte nicht, falls wir nicht ganz so krass auf diesen Track eingehen. Wir äußern uns bestimmt noch ein, zwei Mal dazu. Aber lassen Sie ihn sonst. Aber sonst lassen Sie ihn einfach ein bisschen flüssiger durchlaufen, weil das gibt es schon auf jeden Fall in ausführlicher Länge von uns. Oh ja, wir haben uns Zeit gelassen. Ne? Und wer lang hat, lässt lang hängen. Ich wisch meinen Arsch ab mit deinem Bürozeug. Gestern Hohlkreuz, heute Rolls Royce. Gib mir eine Zigarette und ein kühles Getränk. Mir ist scheißegal, was jemand über mich denkt. Ja, denn das Leben schmeckt süß ohne einen Beruf. Ich bin cool, ich bin cool, ich bin cool, ich bin cool. Gib mir eine Zigarette und ein kühles Getränk. Mir ist scheißegal, was jemand über mich denkt. Ja, denn das Leben schmeckt süß ohne einen Beruf. Ich bin cool, ich bin cool, ich bin cool. Super cool, super cool. Also da brauchen wir auch nicht sagen, ne? Beat ist natürlich jetzt nicht mein Favorite-Genre-Part, aber auch da liefern die halt hart ab. Aber ist halt ein komplettes Jersey-Ding, ne? Ist okay. Kann auf man jeden Fall. Komplett so sagen. Ja. Wenn ich alt bin, werde ich zu meinen Kindern sagen, ja. Wenn ihr einmal ficken macht, macht es in den Arsch. Und wenn ihr fertig seid, macht ein Lied daraus. Nehmt das Geld von euren Fans und kauft euch ein Haus. Ich scheiße jeden Tag um 8 und um 10 stehe ich auf. Kaffee rauchen, überlegen, wo... Die Line ist auch so abartig. Ich scheiße jeden Tag um 8. Um 10 stehe ich auf. Das hat uns damals schon gefallen. Und wie sehr muss es in diesem Raum stinken? Ich mich heute besauf, auf eh. Weißt du, woran ich da immer denken muss, seit wir das gehört haben? Kennst du die Szene aus Trainspotting? Ja. Das, wo er zum Frühstück muss? Auf jeden Fall, ja, Bro. Das ist mein, also so genauso stelle ich es mir vor. Ja, so kannst du es dir, glaube ich, auch vorstellen. Ja. Scooter, auf dem E-Scooter. Gib mir eine Zigarette und ein kühles Getränk. Mir ist scheißegal, was jemand über mich denkt. Ja, denn das Leben schmeckt süß ohne einen Beruf. Ich bin cool, ich bin cool, ich bin cool, ich bin cool. Gib mir eine Zigarette und ein kühles Getränk. Mir ist scheißegal, was jemand über mich denkt. Ja, denn das Leben schmeckt süß ohne einen Beruf. Ich bin cool, ich bin cool, ich bin cool. Super cool, super cool. Hunde sind manchmal komisch. Hunde sind wie Lieutenant Dan. Und es sind wie Lieutenant Dan. Sag ich doch, ne? Ja, sehr codebezogener Content. Ja, und auch mehr davon. Was sind die Minas müssen? Was sind die Minas müssen? Die Minas müssen schuld. Ja, sie sind schuld. Ja, sie sind schuld, Bruder. Ja, that's it. Was haben wir dem gegeben? Ein Dopesens, oder? Ein Dopesens haben wir dem gegeben, auf ja, für den Fall. Jersey Sound. Aber inzwischen, glaube ich, muss ich das runterstufen auf den Dope. Glaube ich, muss ich das runterstufen. Das heißt, du wärst ja maximal unauthentisch in deiner Bewertung. Nee, ich wäre maximal authentisch. Nee. Nee, zumindest beim ersten Mal hast du hart geheuchelt dann. Ja, bist nicht ich authentisch beim ersten Mal so empfunden. Mein Bruder, das ist jetzt Auslegungssache. Nimm's mir nicht übel. Ja, ich weiß, wie du es dir auslegen willst, aber that's the truth, Bro. Next one ist Rudi Völler. So, wir gehen über. Chat, by the way, wie hat euch der Track gefallen? Seid mal ehrlich. Ja, ja bitte seid mal ehrlich. Ich bin cool im Jersey Sound. Ich gebe dem Ganzen natürlich wieder ein doofes 10, in Hoffnung, dass ich auch heilige Fäkale. In der Hoffnung, dass ich bei der Reaction damals auch ein doofes gegeben habe. Weil sonst hätte ich das gleiche Problem wie der Big Boy. Und das ist wundervoll. Sollten wir so erfolgreich sein, dass wir wie es Genetik machen und unsere eigene Religion gründen, ja, dann wird es mein Titel, der heilige Fäkale. Geil. Mein Titel. Der heilige Fäkale ist auf jeden Fall stark. Komm immer rein und begleitet vom braunen Ton. Ja, aber der braune Ton ist halt einfach so legendär, dass wir den irgendwie einführen müssten, ne? Oder zumindest müssten wir mal schauen, so in welchem Frequenzbereich dieser braune Ton liegt, heißt wiederum im Umkehrschluss,
wenn wir genügend Zuschauer hätten, könnten wir jedes Mal jeden Einzelnen dazu bewegen, sich in die Hose zu kacken. Dann will ich den Ton nicht. Ich will, dass die sich gut fühlen. So. Ja, aber vielleicht fühlen sie sich dann richtig nein, gut, dann weil ich sie die, sich entleert dann ich, haben. Nein, Bruder, dann will ich die Follower nicht. Hast du die Folge von South Park gesehen? Natürlich, Bruder, kennst du den braunen Ton. Ich kenne selbstverständlich den braunen Ton. Allein schon die überraschenden Gesichter, Bruder, dieses Huch. Ich hatte die Single. Ich habe so viel South Park gesehen, ich habe mir die Single gekauft. Ja, Bruder, ich habe das gleiche Problem. Ich habe also bis vor, keine Ahnung wie viele Jahren, auch wirklich jede Folge gekannt. Kenny's dead. Master P, ich bin gestorben. Ich wusste nicht, was drauf wird. Also, wie Gregor, zum nächsten. Gregor geht wenigstens professionell mit der ganzen Thematik um und schickt uns ein Dope. Ne, recht hatte. Guter Mann. Also, next one. Rudi Völler. Kennen wir ja. Und hier wunderschönes Stilmittel, so in dem Beat ist die Tom einfach, diese Ding, Ding. Ich kann es nicht nachmachen, so Stimme ist ein bisschen am Arsch, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ey, du bist voll, toll, ich bin Völler wie Rudi. Wache auf mit den Resten von dem Döner am Pulli. Jeden Tag Kater wie am Neujahrstag, weil wir saufen auf dem Nacken von einem Steuerzahler. Ey, du bist voll, toll, ich bin Völler wie Rudi. Wache auf mit den Resten von dem Döner am Pulli. Jeden Tag Kater wie am Neujahrstag, weil wir saufen auf dem Nacken von einem Steuerzahler. Ich werde mehrmals im Jahr in den Arsch gefickt, immer wenn ich eine Nachricht vom Finanzamt krieg. Yeah, wir hängen ab wie ein Stalaktit vor dem Puff, in dem deine Mama Arschloch gibt. Yeah, fette Säufer, so wie Meister Eder. Triff mich in der Kneipe, ich bin meistens Eder. Jede Stunde blaue Stunde. Der Meister Eder. Und danach so, ich bin meistens Eder. Triff mich in der Kneipe, da bin ich meistens Eder. Ja, ist ja auch Fakt, ne? Immer wenn er aus seinem Gebäude rausgegangen ist, sind entweder den Pumuckl suchen gegangen oder ist in die Kneipe. Und ich bin Säufer wie Meister Eder, ne? Triff mich in der Kneipe, ich bin meistens Eder. Ah. Oder er zu dem Zeitpunkt noch hätte Auto fahren dürfen mit 1,25 Promille. Ja. Ich sipp den Grauburgunder, bis ich unter der Erde lieg wie Maulwurfstunnel. Ich benütze hier nur das Recht auf Meinungsfreiheit. Deine Mutter benutzt das Recht auf Scheidenbreitheit. Dein Vater benutzt das Recht auf Eingescheißtheit. Lieben Hater, ich rap, bis ihr alle am leise sein seid. Ja, ich lauf in den Edeka, kauf einen Tetrapack, sauf mich zum Pflegefall, außer ich sterbe dabei. Ja, ich bin sowas wie ein Selbstmörder. Ich sauf mich zum Pflegefall, außer ich sterbe dabei. Ey, das sind Live-Goals auf jeden Fall, ne? Es sind Live-Goals. Ey, ich kann es nur wiederholen, Lieutenant Dan. Und die Bros saufen, wirklich. Die können ja wirklich was wegbuddeln, aber. Aber wir werden auch rausfinden, wer hier mehr verträgt. Menasmus. Werden wir rausfinden, Bruder. Ich kippe Bier in meinen Dreckskörper. Ey, du bist voll, toll. Ich bin Völler wie Rudi. Wache auf mit den Resten von dem Döner am Pulli. Jeden Tag Kater wie am Neujahrstag, weil wir saufen auf dem Nacken von einem Steuerzahler. Ey, du bist voll, toll. Ich bin Völler wie Rudi. Wache auf mit den Resten von dem Döner am Pulli. Jeden Tag Kater wie am Neujahrstag, weil wir saufen auf dem Nacken von einem Steuerzahler. Okay. Und ganz kurz, macht's wie Nerdfaktor 3000, ja. Schreibt euch nicht ab, lernt lesen und schreiben und folgt uns hier. Chat. Und schreibt in diesen Chat. Genau. Und zieht einfach durch, folgt uns. Überall. Gebt uns Props, wir geben sie überall zurück. Nerdfaktor 3000, wir lieben dich. Mua. Vielen Dank dafür. Ja. Oh, Diddy. Jacke von Prada, Knarre von AK, an meinem Schwanz dran ist von deiner Mama ein Arscher. Abracadabra, ich mach Luft aus da, wo gerade noch Schnaps war. Hab keinen Katzenmann, aber jeden Tag Kater, jeden Tag steh ich auf und tu mir Leckeres zu trinken aus dem Rewe-Haus. Ihr müsst euch bitte bei so einem Sound, ne, egal jetzt wie krass vulgär das ganze Thema hier ist, aber die Live-Shows mit diesem Sound verändern euer Leben nachhaltig. Ohne Mist. Ohne Scheiß. Das ist, die kommen auf die Bühne, meinetwegen geht's mit diesem Track los, die Dudes rennen oder jumpen von hinten wie die Verrückten raus, haben ihr Bier dabei, fangen mit einer Bierdusche an, ja, der Kreis unten in der Menge geht auf, der Moshpit wirklich bereitet sich vor und dann eskaliert einfach dieser komplette Platz mit Tausenden von Leuten. Es ist verrückt. Es ist wunderschön. Ist und diese Macht, ich liebe sie. Wenn ich mir das von draußen anschaue, immer, ich finde es so schön. Ist es auch. Dann hängen wir ab wie ne Fledermaus. Wo? Vor dem Puffen nimm dein Vater für 0 Euro Hundepenis aus. Von meiner Pupille eine Gucci-Brille. Bald ist ein Pool drinne in meiner Luxushütte. Vor deinem Mund, ja, da ist immer sehr viel rumgestinke. Denn du benutzt zum Trinken immer gerne Hundepisse. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber auch da, wie er dieses Hundepisse streckt, ne? Das ist halt perfekt. Ich weiß, das klingt hart. Ja, aber jetzt mal wirklich, wie er dieses Hundepisse streckt. Leute, da müssen wir, also er hat ja recht. Ja. Wer hätte vor drei Jahren gedacht, dass ich über gestreckte Hundepisse spreche? Das Abstrakte also. Ist halt einfach das Wort an sich, ja. Dass man sich so über diese Hundepisse freuen kann, wie man sich strecken kann. Der Masi dann auch, ne? Vielen Dank für dein Follow, vielen Dank, dass du da einfach bist. Einfach auch nur Liebe an dich. In welcher Welt leben wir, lebt ihr denn alle? Du sitzt hier und locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen dir getrunken, ein bisschen locker. Ey, du bist voll, toll, ich bin Völler wie Rudi. Wache auf mit den Resten von nem Döner am Pulli. Jeden Tag Kater wie am Neujahrstag, weil wir saufen auf dem Nacken von nem Steuerzahler. Ey, du bist voll, toll, ich bin Völler wie Rudi. Wache auf mit den Resten von nem Döner am Pulli. Jeden Tag Kater wie am Neujahrstag, weil wir saufen auf dem Nacken von nem Steuerzahler. Oh. Big Boy. Big Boy, Big Boy, Big Boy, Big Boy, Big Boy. Biggity Big Boy. Biggity Big, 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 Big Boy. Entschuldigung, ich schieb halt Filme. Ich habe anscheinend ein Doppel-L gemacht. Du hast ein Doppel-L gemacht? Ja. Das heißt, sie hat es erst versucht, reinzuzoomen und dann wieder rauszugehen. Direkt wieder zurückschickt. Hast du einfach hart gegeben. Ich hab's wie Sugar-Free gemacht. Pimpin' ain't easy, bro. Pimpin' ain't easy. Kurze Erklärung dazu, falls ihr es nicht wisst, wir haben eine KI-gesteuerte Webcam und die hat eine ganz komische Gestensteuerung, warum auch immer. Abschalten kann man sie nicht wirklich, ich suche noch danach, aber dementsprechend könnte es einfach mal passieren, dass unser Bild sich vergrößert. Ja. Aber das war es eigentlich schon, ne? Der Rest ist ja eigentlich cool mittlerweile. Ja. So die Verfolgung haben wir, die konnten wir deaktivieren, ne? Die hat es ja am Anfang auch gemacht. So ist es. Nee, das haben wir alles deaktiviert. Ihr könnt auf jeden Fall einfach nur ein L reinschreiben, dann wissen wir Bescheid. Aber es ist mittlerweile ein Running Gag hier. So, also, wie hat euch der Track gefallen? Rudi Völler, auch dazu gibt es schon eine Reaction von uns. Dope as fuck, Bruder. Dope as fuck. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich kann es nicht erwarten, bis die Live-Show, genau, in Diddys Namen. Gut. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu Blue Man Group. Auch dazu gab es schon eine Reaction und ich glaube, bei mir war es ein Dope. Ja, Blue Man Group war nicht unser Film. Ich erahne Böses. Ich kann mich nur noch vage daran erinnern. Aber erstmal Chat, ihr seid dran. Na also, es geht schon los. Dopestens, fuck. Herrlich, herrlich, herrlich. Dopestens. Und nächstes Jahr, wenn wir wieder auf Festivals unterwegs sein sollten, wovon wir einfach mal schwer ausgehen, fände ich es sehr nice, wenn ihr mal dazu stoßt, vor allem bei einer Menasmus-Show, dann gehen wir da zusammen hin und eskalieren. Dann machen wir so einen Gruppen-Moshpit. Yes. Und ab einer gewissen Followerzahl werden wir uns auch dankbar zeigen irgendwie. Das kriegen wir alles hin. Aber erstmal müssen wir aufhören, broke zu sein. Ziemlich broke. Also so. Life-threatening broke. Aha. Jetzt wisst ihr Bescheid. Aber deswegen sind wir hier. So ist es. Wir kriegen kein Bürgergeld mehr. Ich arbeite aufs Bürgergeld hin. I know. Ja, das ist der Plan. Ich nicht. Das ist der Plan. Egal, was ich dem Song das letzte Mal gegeben habe. Boom, 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 boom. Ich bin sowas von bei Jasmin gerade eben, Alter. Nee, du bist bei Venga Boys, Alter. Boom, aber noch boom, schlimmer. Boom, boom, I want you in my room. Das war's tatsächlich, ja? Alter. Together, na, 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 boom, 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 boom. Ich kann doch nicht schlafen. Und auch noch die Melodie. Call it Mr. Vader. Also Blümchen passt da auch perfekt rein, ne? Aber das wäre nur so dieses Herz an Herz. Oder was gab's noch? Wir dürfen, glaube ich, über Jasmin nicht mehr reden. Jasmin Wagner? Wieso? Ja. Falls ihr wissen wollt, warum, obwohl ich glaube, ich habe es inzwischen gelöscht, das ist unser Finch-Video. Ach so. Hat ja, okay. Leicht dezent Wellen geschlagen, ja, okay. Bei 90s Kids. Stimmt, ne? Stimmt. Hat dezent Wellen geschlagen bei 90s Kids. Sind ja. Sind ja völlig durchgetreten. Wir haben tatsächlich bis letztes Jahr oder Mitte, Anfang dieses Jahres, als wir angefangen haben zu löschen. Sie haben uns gehasst. Ja, die haben uns wirklich gehasst. Sie haben uns wirklich gehasst. Ähnlich wie 99% der Edo-Saya-Fans. Ich glaube, mittlerweile lieben sie uns. Ja, ich glaube auch. Ne? Inzwischen. Group. Warum? Weil wir saufen, du Hurensohn. Es geht rund, guck das Publikum. Es geht dumm, wenn der Beat, der geht bum, 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 bum. Triff mich okay. Und du hängst bei dem Bum, 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 beim wie ein Bum, 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 bum.
Boomerang. Da komm ich immer wieder bei dir an. What did he say? Ja, und alle anderen dann immer so, oh, bitte nicht, bitte nicht. Please don't. Please don't. Hey, Bro. Das ist Will Smith, Bruder. Nee. Rave mit meinen Homies, Sonnenbrille aus Italien wie Macaroni. Berufsleben, ja, ich hab es probiert. Jetzt rück ich mich vor der Arbeit so wie. Tizi, schlaf gut. Bürotür. Haus drinne. Ich hab tief in das Glas geguckt, als hätte ich Jokos Bruder tief in seinen Arsch geguckt. Okay, heute wieder super duper Papasuff. Diese Worte stehen seit 10 Jahren jeden Tag in meinem Tagebuch. Top 10, doch der Opel ist Schrott. Okay. Tour ist sold out, doch im Schuh ist ein Loch. Oh mein Gott. Einfach mal Bosse weggeflankt. Ja, zu Recht. Keine Metzger, doch wir machen in deinem Mund ne Wurst. Und dabei sind wir beide so high wie ein Hai und so blau wie die Blumen Group. Wir sind blau wie die Blumen Group. Warum? Weil wir saufen, du Hurensohn. Es geht rund, guck das Publikum. Es geht dumm, wenn der Beat, der geht bum, 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 bum. Wir sind blau wie die Blumen Group. Ja, also der Track, der setzt mir schon ein bisschen zu, ne? Das ist hart. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Also nur mit Liebe, aber das ist hart. Das setzt mich hart in die 90er zurück, ja. Warum? Weil wir saufen. Anfang 2000. Ja, oder halt ein Finchiger Sound, ne? Same principle. Ja. Ich bin ein hässlicher Star, so wie Thomas Müller. Und in etwa so Das ist korrekt, aber immer noch ein Star. Der Thomas auch, Müller ist Legende. Auch wenn er nur Haut und Knochen oder aus Haut und Knochen besteht, dieser Dude so in maximal skinny Version so. Kleines, dünnes Müller steht immer richtig. Er ist trotzdem eine Maschine und hässlich ist er nicht. Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Oder seine Pferde mögen ihn bestimmt. Oder der Betrachterin, und er hat Geld und Geld macht wiederum sexy. Und wer lang hat, lässt lang hängen. Da sind wir schon wieder. Ab wie ein Sonderschüler. In der Schule blieb ich sitzen, so wie Klimakleber. Und heute verdiene ich mehr als wie mein Lehrer. Ich finde Arsch mucho gusto. Ich bin nur ein Frankfurter Junge. Mit Hanf in der Lunge und Schnaps auf der Zunge. Tour sold out, aber alles voller Pfand in dem Opel. Bald hab ich ein Maybach M auf dem Kühlergrill. Deine Musik ist nicht zu gebrauchen wie ein Kühlergrill. Schau, wie ich mit meinen Brüdern chill. Und wir wütend sind, weil es Grüso gibt. Und ja, wir beiden, wir sind keine Metzger. Doch wir machen in deinem Mund ne Wurst. Und dabei sind wir beide so high wie ein. Also, ich bin mal kurz ehrlich zu euch. Ich warte ein bisschen aufs Ende von dem Track. Und was hast du denn gedacht? Gott sei Dank, ja. 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 Ja, oder? Doppelt, dreifach. Hat kurz Angst. Quadruple, ja. Ich hatte kurz Angst. Okay. Und so blau wie die Blumen Group. Wir sind blau wie die Blumen Group. Warum? Weil wir saufen, du Hurensohn. Es geht rund, guck das Publikum. Es geht dumm, wenn der Beater geht. Bum, 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 bum. Wir sind blau wie die Blumen Group. Warum? Weil wir saufen, du Hurensohn. Es geht rund, guck das Publikum. Es geht dumm, wenn der Beater geht. Bum, 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 bum. Jetzt weißt du Bescheid. Sexualisier dich hier. Also, auch ich habe jetzt einen Grad an Authentizität verloren. Bros, ihr wisst, ich liebe euch, aber ich musste mir Nope geben, Alter. Ja, ich halte das Ding nicht aus. Es macht mich verrückt, dieser Track. Ich kann nicht. So, du bist. Es ist wirklich nicht mein Film. So überhaupt nicht. Und deswegen, mein Herz blutet. Vielleicht habe ich ihm auch. Habe ich da? Nein, habe ich bestimmt nicht. Ich habe bestimmt aus Liebe und Solidarität und Verbundenheit und allem, was da dazugehört, habe ich den Dudes ein seichtes Dope gegeben, aber ich kann nicht. Ich kann wirklich nicht und es ist halt einfach nicht mein Film. Subjektives Empfinden, nehmt es mir nicht übel, hasst mich und steinigt mich bitte nicht dafür. Ihr hattet bei ihm schon verloren, als der Track Blue Man Group hieß. Ne? Und die Blue Man Group ist richtig scheiße. Ne? Also wirklich, no shit, so geht nicht zur Blue Man Group. Bruder, it's your turn. Also keine Ahnung, was ich dem Track das letzte Mal gegeben habe. Das ist schon harte Kost. Ja, aber wir lieben Menasmos, wir haben nur Liebe und Unterstützung bekommen. Nichtsdestotrotz müssen wir so sein. Kann ich nur einen Nope geben. Ich kann es nicht hören. Und ganz kurz, Buka. Wir hatten schon den neuesten Track von Eminem und sind jetzt gerade bei der Menasmos Album Reaction. Das heißt, wenn du es verpasst hast, kannst du das Ganze morgen auf YouTube begutachten.
Oder im VOD. Oder so, wenn sie denn wieder funktionieren sollten. Wir wissen noch nicht, was mit dem Account los ist. Ist noch spannend. Wir sind immer noch DJs für Twitch. Nee, sind wir nicht. Sind wir doch nicht. Nein. Es ist komisch. Aber ich vermute, dass es so sein könnte, aber es ist nicht so. Das ist eine Weltverschwörung. Weil der Modus ist ein anderer. Wir werden es rausfinden. Warum, wieso und weshalb. Next one ist 1x1 oder 1x1. Ich wach auf und hab Feierabend. Guck, ich hab Drip, Drip. Gib mir ein Deichkind-Vibe. Drip in dem Kleiderschrank. Wie viel Vorschuss du uns geben willst, ist scheißegal. Ich steig in meine Karre und ich fahr dich um wie auf dem Weihnachtsmarkt. Leicht, leicht wie das einmal. Der ist ein bisschen, gesagt, der ist ein bisschen. Hat er? Oh, der ist ein bisschen makaber, ey. Hat er gesagt, oder? Ja, hat er, klar. Wie hieß er? Amri? Der BND-Agent. Der, wie auch immer. Der BND-Agent. Ist ja egal. In meine Karre und ich fahr dich um wie auf dem Weihnachtsmarkt. Leicht, leicht wie das einmal eins, leicht wie das einmal eins, wow. Geh mal von dem Bikula einmal eins, geh mal bitte einmal eins, wow. Geh mal bitte einmal eins. Leicht wie das einmal eins, leicht wie das einmal eins, wow. Geh mal von dem Bikula einmal eins oder lieber ein einmal gleich. Ich tu drei Tage lang ziehen wie ein Pizzateig. Bin mir ganz wund von der Fickerei. Bisschen Bier, bisschen Wein. Ficke deine Mutter und sag hau rein. Easy wie das einmal eins, easy wie das einmal eins. Geh mal von dem Bikula einmal eins. Oder doch bitte gleich 30.000. Erstmal eine rauchen. Ich kann es kaum glauben. Noch vor kurzem im Krankenhaus. Und heute sind die Touren ausverkauft. Der Track ist wild. Der kickt anders. Er macht irgendwas mit mir, in mir. Und ja Gott, ich muss halt ein bisschen durchdrehen. Verzeih mir. Bruder, es gibt nichts zu verzeihen. Liegt an meinem Gemütszustand, was auch immer da gerade mit mir los ist. Mach's einfach bequem. Komm, machst du bequem. Bruder. Komm zu Didi. Nein. Du weißt, das letzte Mal, als du das versucht hast, ging das auch schief. Das war auf der Küchenzeile in Hannover. Da warst du schneller zwischen meine Beine mit deinem Kopf, als dir lieb war. Was bitte? Als ich meine Beine um deinen Kopf und hab gesagt, also jetzt alle Jungs, die mit uns in der Wohnung waren, bitte wisst ihr noch, wie er gerollt hat. Don't sag nichts über. Er hat Beine um meinen Kopf geschlungen. Ihr müsst, Big Boy ist ein ganz ekliger Dude. So, er hat versucht, einen Diddy zu machen, tatsächlich. Und dann bin ich hergegangen und habe meine Beine hinter seinem Kopf zusammengemacht und habe ihn runtergedrückt. Und danach hat er erstmal ein bisschen dagegen gerungen. Herr Bruder. Wir haben andere Erinnerungen an den Tag, Alter. Ich hatte die Geschichte sogar nochmal im Nachgang und ich habe schon eine Bestätigung. Ja, Raphael zählt nicht, Alter. Ja, natürlich. Nee, Raphael zählt nicht, weil er macht so. Nee, macht er nicht. Ah, safe macht er das. Ja. Aber er war dabei. Mark und Ryder sind die maßgebenden Faktoren. Der Ryder war draußen. Da gibt's nur noch Mark. Mark ist die alte maßgebende Faktor. Du dagegen legst von der Kuh den Damm. Ich wach auf und hab Feierabend. Guck, ich hab Drip, Drip, Drip in dem Kleiderschrank. Wie viel Vorschuss du uns geben willst, ist scheißegal. Ich steig in meine Karre und ich fahr dich um wie auf dem Weihnachtsmarkt. Leicht, leicht wie das einmal eins, leicht wie das einmal eins, wow. Geh mal von dem Bikula einmal eins, geh mal bitte einmal eins, wow. Ey, leicht wie das einmal eins, leicht wie das einmal eins, wow. Geh mal von dem Bikula einmal eins oder lieber ein einmal gleich. Ich sippe den Weißwein, Mama muss, weil sie das weiß, Bein. Ihr Sohnemann wurde kein Einstein, sondern leider dumm wie ein scheiß Schwein. Kein Raubfisch, aber Highlife, kein Kiesweg, aber steinreich. Homie, dein Pimmel ist klein, klein, ficke deine Mutter, dein Vater gibt High Five. Okay, mit mir ist schlecht, gut, Kirschen essen, bin der dümmste von allen Kirschen. Mir ist schlecht, gut, Kirschen essen. Also ich hätte bei diesem Track liebend gerne ein Netzoberteil an. Zwei, keine Ahnung, Knicklichter, die richtig schön leuchten, irgendwelche Buffalo-Schuhe, eine Schlaghose und dann wäre ich noch gerne im Berghain. Und dann bin ich, glaube ich, thematisch genau da, wo es am Ende des Tages auch so stattfinden muss. Ja, dann ist auf jeden Fall gut, dass du derjenige bist, der hier steht. Weil sitzen ist dann erstmal nicht mehr drin. Und macht dich sicher, aber das macht dich halt auch zum No-Diddy-Fall. Ja? Wieso, ich bin doch gar nicht dabei. Ja, aber im Nachgang. Bruder, ich mitleide dich dann einfach nur, weil Bruder, du bist natürlich dabei, du bist Support. Das nächste, wenn du einen fahren lässt, macht das dann einfach nur noch. So franzig ist das dann. Es kommt immer drauf an, ne? Du weißt Bescheid, wie das ist. Bro, du kannst es enjoyen. Ich freue mich für dich, wenn es deine Erfüllung ist. Wirklich, Mann. Und jeder, der dich glücklich macht, für den freue ich mich auch. Wirklich. Aber irgendwann in meinem Leben muss ich mir das Berghain gönnen. Go ahead, ich muss draußen auf dich, Bro. Ich muss wissen, was da los ist und wie das da
abgeht. Wie sieht's bei euch aus? Wollt ihr mal ins Berghain? Ich warte draußen. Wart ihr schon mal im Berghain? Mich interessiert's einfach zu hart. Ja, weiter geht's. Was gegessen, hau mir kurze rein, hau alles kurz und klein und fick auf TikTok live mit deinen Überresten. Oh shit, Konto voll, wir sind Popstars. Abendessen jeden Tag Rotbarsch. Oh ja, der Soundtrack zu deinem Penis ist deine Frau, die sich totlacht. Ich wach auf und hab Feierabend. Guck, ich hab Drip, Drip, Drip in dem Kleiderschrank. Wie viel Vorschuss du uns geben willst, ist scheißegal. Ich steig in meine Karre und ich fahr dich um wie auf dem Weihnachtsmarkt. Leicht, leicht wie das Eimer 1, leicht wie das Eimer 1, wow. Geh mal von dem Wickeler Eimer 1, gib mal bitte einmal 1, wow, ey. Leicht wie das einmal 1, leicht wie das einmal 1, wow. Gib mal von dem Wickeler einmal 1 oder lieber ein einmal gleich. Der Beat ist wild. Wenn deine Auto chillen will, kein Problem. Dann würde ja auf jeden Fall passen, ne? Lieber Big Boy, was gibst du dem Ganzen? Also, das ist auch nicht hart, mein Film, aber die Produktion von dem Beat ist super krass. Also, ich mag das sehr. Ich mag auch, wie die Raps drauf passen, aber es ist einfach nicht mein Film. Trotzdem kriegst du einen Dope von mir, weil es einfach geil gemacht. Ich gebe dem Ganzen einen Dope Pistons, weil geht ab, kann was. Ich hätte es auch gerne stellenweise als instrumental im Track gehabt, weil ich den Beat hardcore feier. Außer jetzt am Ende, weil wenn du dir einfach nur mal das nochmal gibst, das Ding ist Monster. Ist geil. Stehe ich leider drauf, es tut mir leid. Wie gesagt, enjoy yourself, Bro. Also, ihr wisst Bescheid. Das Ding ist auch anders wild, einmal eins. Und jetzt, lieber Chat, packt bitte aus. Wie hat's euch gefallen? Yes. Zwei Dopes auf jeden Fall schon in der Runde. Das dritte kommt. Ich bin immer noch mit dem Dopestens am Start. Füllt noch weiter auf, aber das ist gut. Das geht auf jeden Fall schon mal in eine sehr, sehr wundervolle Richtung. Na also. Next one is Skateboard. Fahren die Jungs? Hast du da mal was mitbekommen? Überhaupt nicht, ne? Aber ich könnte schwören, dass. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann's und... Nee, ich kann nicht. Nee, passt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht täusche ich mich. So ein Chefcat ist einfach ein typischer Skateboardfahrer. So, da passt das zum Beispiel ziemlich gut, finde ich. Ich mag mich auch täuschen. Luca? Ja, sag uns noch was dazu. Luca sowieso. Ne? Sag uns noch was. Luca Maschine. Also, next one. Skateboard. Oh, ich bin Mitte 40. Ja. Doch lieg besoffen in der WG mit einem Filmriss. Der Track von Summer Jam. So So Def? Nein, es war nicht So So Def, Alter. Wo sie Drop It Like It's Hard geflippt haben. Das mit dem Handy? Wo sie Drop It Like It's Hard geflippt haben. Ich glaube, das war der Film mit dem Handy Messages. Verdammt nochmal. Chat, kann uns da jemand weiterhelfen? Wie hieß denn dieser Track? Aber du meinst schon den von diesem Jahr, ne? Ich meine auf jeden Fall den von diesem Jahr. Ach Gott, ey. Ähnlicher Vibe, ähnlicher Film hier beim Beat. Mehr will Fair ich nicht sagen. Nein. Summer Jam. Kein Plan, Bro. Ich check's gleich nochmal ab. Ich muss ihn finden, weil ähnlicher Film ging in eine... Doch, das war er sogar, ne? Oder? Das war doch. Hieß der auch so? Das war er, ne? Das ist er. Ja. Ja. Also ähnlicher Film feiere ich. Sehr geil. Meine Frau fragt, wann mal wieder gefickt wird. Ich sag sorry, aber heute mach ich Kickflips und roll auf mein Board weg. Yeah. Meine Frau fragt mich, wann mal wieder gefickt wird. Ich sag sorry, aber heute wird erstmal wieder gekickflippt. Wär auch deine Antwort, oder? Schau dich sauer. Dann spiel wieder Fußball. Wir haben doch alle die gleichen Probleme. Ich nicht. Ich sah als Kind schon so aus wie Tony Hawk jetzt. Der Nachlehrer Hilfe sagt, wir sollen Kopf rächen. Ich tu ihm sofort alle seinen dummen Knochen brechen. Und ja, ich twerk deinem Vater auf der Nase rum. Aber davor geh ich kacken, ohne abzuputzen. Als Ausgleichsjob sind wir beide Straßennutten. 2 Liter Sperma in den Magen gruben. Ist das Wetter schön? Geh ich raus und saufe. Ist das Wetter schlecht? Saufe ich zu Hause. Brauche ich eine Pause?
mach ich keine Pause. Tag ein, Tag aus. Ja, ich glaube, wir sind lit. Komm, wir machen. Wie krank ist dieser Sound, Bruder? Bitte die Adlibs. Ah, ist das ein doper Sound. Das kann ich jetzt schon sagen, wird ein dopes ist das Fuck von mir. Ja. Ist Wetter schön? Unumgänglich. Geh ich raus und saufe. Ist das Wetter schlecht? Saufe ich zu Hause. Brauche ich eine Pause? Mach ich keine Pause. Tag ein, Tag aus. Ja, ich glaube, wir sind lit. Komm, wir machen einen Skateboard-Trick. Komm mal mit, wir essen Pommes frites. Ja, denn wir sind lit. Komm, wir machen einen Skateboard-Trick. Komm mal mit, wir essen Pommes frites, gucken. Ich würde den Track am liebsten nur mit Adlibs hören. Ohne Scheiß. Grrr, kaka, pupu. Aber weißt du, wer das hart feiern würde, Alter? Timberland, Bruder. Glaubst du? Ich glaube, der sieht es als konsequente Weiterentwicklung. Ich glaub's nicht. Ich glaube hart. Hast du mal gehört, was der in seinen Streams momentan alles so hört? Überhaupt nicht. Ja, mach das mal. Ja. Komm mal mit, wir essen Pommes frites. Guck mich an, ich hab Drip, 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 Drip. Und ich weiß nicht mehr, was das ist, ey. Ich seh das aus in deiner Mutter und ich fürchte mich. Wen die ficken will? Bro, ich fürchte mich. Kammer schlecht wie nach nem Massenmord. Ich zitter rum. Wen die effen will? Ich fürchte mich. Eins in den Chat, wer den Gedanken schon mal hatte. Z Parkinson. Alle meine Freunde machen sich Sorgen, denn ich bin immer voll auf Korn, Vollkorn. C2H6O, das ist die Formel von Alkohol. Meine Eltern können blown, ihr seid für mich gestorben, denn... Gebt euch mal bitte diesen Sound, was hier mit dem Beat ständig passiert. So dieser distorted Sound jetzt gerade. Ich weiß nicht, was da jetzt für ein Filter draufgelegt wurde, dass sich das so verzerrt. Das ist mächtig, das ist mächtig. Ihr habt mir damals nicht genügend Playmobil erworben. Ist das Wetter gut? Gut. Geh ich raus und saufe. Ist das Wetter schlecht? Schlecht? Saufe ich zu Hause. Brauche ich eine Pause? Mach ich keine Pause. Tag ein, Tag aus. Ja, ich glaube, wir sind lit. Komm, wir machen einen Skateboard-Trick. Komm mal mit, wir essen Pommes frites. Ja, denn wir sind lit. Ja. Komm, wir machen einen Skateboard-Trick. Komm mal mit, wir essen Pommes frites. Alter, der Beat, Leute. Mal kurz lauter machen. Dopestens ist sowas von fuck. Das ist ein krasser Sound gewesen. Liebe ich genauso. It's your turn. Das ist mit einer der besten Tracks seit langem, Alter. Ja, gebe ich dir recht, fühle ich. Der ist sehr, sehr krass. Sehr, 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 sehr krass. Ich hoffe, ihr fasst noch auf ein Video davon. Dopestens ist Volk von mir, auf jeden Fall. Ich verstehe auch nicht, warum es bis jetzt noch kein Video zu diesem Track gab. Es ist Oktoberfestzeit. Das ist ein Trauma. Ach Gott, ey. Also, das ist wirklich krass gewesen. Feier ich richtig, richtig hart. Und Gregor sagt es auch schon. Nächstes Jahr auf jeden Fall. Safe. Unter der Brücke. Schweinfurter Skatepark. Wird das Ding laufen. Da ist noch ein Song auf dem Album, den ihr da spielen könnt, auf jeden Fall. Den wir noch nicht gemacht haben. So, next one. Wochenende. Es kommt ein Skit. Hallo, Kinder. Heute zeige ich euch, wie man eine Kutte bastelt. Bruder, das ist das meistgehörte, was ich auf dem Animus mixe. Ich habe es bestimmt schon 50 Mal gehört. Du kannst Zucker Roadcap auftreiben, wenn du magst. Na, auf eine selbstgebastelte Kutte schreiben, was du willst. Bruder, ich kann den Scheiß fucking auswendig, Bruder. Ich sitze in diesem Auto, die Leute denken, ah, da fährt er, dieser fette Big Boy. Der hört bestimmt wieder dopen Stuff. Und ich sage, oh, brauchst, kannst du Material nehmen, was du willst. Denn du kannst auch Heavyweight Champion of the World draufschreiben. Du hängen geblieben. Ich warte sowieso schon darauf, dass wir mit dieser Reaction, mit diesem Part, safe aufs Maul bekommen vom Pod. Safe. Ist unumgänglich. Da
das letzte Mal. Ist ein bisschen früh K.O. gegangen. Alle gesagt, der Kampf wäre gekauft. Aber wenn du deine Kutte selber bastelst, kannst du auch deinen Heavyweight Champion Gürtel fertig machen. Also wir gehen zum Wochenende, Skit. Big Boys, raus. Alter Schwede. Erzählzeit. Erzählzeit. Jameson? Ja? Jameson, hast du die Hausaufgaben gemacht? Ja, natürlich, Herr Rook. Ja, dann steh mal auf. Dann sag mal die Lösung zu Frage 5. Eine Sekunde, ich muss gerade mal in meinen Papieren gucken. 53 kommt bei Aufgabe A raus. Du Idiot! Wieso? Das stimmt doch. Alle Schüler bitte lachen. Du Vollidiot. Und was machst du jetzt? Wissen Sie was, Herr Rook? Ich zeig Ihnen mal jetzt, was ich jetzt mache. 1, 2, 3 und... Mathe ist doch kacke, ist mir auch völlig glatte. Herr Rook, Sie sind eine kleine Ratte. Irgendwann mach ich mal richtig... Es klingt ungefähr, als wäre Indien kurz nach Goa rübergefahren, also irgendein Bollywood-Star und hat einfach zu viel gepoppt. Ich hole dich anders ab. Ich sag dir, wie es wirklich klingt. Es gab mal so eine Phase von Kapi, die ist noch nicht so lange her. Kannst du dich an diese Reactions erinnern? 2, 3 und... Mathe ist doch kacke, ist mir auch völlig glatte. Hey, Ups, Sie sind eine kleine Ratte. Irgendwann mach ich... Freunde, beruhigt euch. Beruhigt euch, der Sherlock macht Spaß. Ich weiß, das kann gegen mich verwendet werden. Aber, hey, was soll's? Shit. War richtig Patte, du geh ich jetzt nach Haus, ist mir auch alles egal, denn jetzt ist Wochenende. Okay, das ist ein sehr weirder Skit. Lasst mal ehrlich sein, oder? Also auch hier, ne? Ich habe gehört, der Backwaren-Vibe kommt zurück. Da kannst du es auf jeden Fall laufen lassen. Okay, 3 Bier. Kennst du noch Bhagwan? Bhagwan von was? Nee, Bhagwan. Nicht Bhagwan, sondern B-A-G-H-W-A-H-N. Bhagwan. Bhagwan? Osho. Nee. Osho, noch nie gehört. Sagt mir gerade nichts. Kläre ich dich später auf, Bruder. Wird auch super interessant. Es ist auf jeden Fall kommt er jetzt ähnlich, zurück. Also mir geht es gerade ähnlich wie wieder eine Frau bei CEO beim Kanalreiniger am Ende. Nee, davon habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Ja. Ja, warum liegt hier eigentlich ein Stromkasten? Und ich habe meine Ausbildung bei Acapulco mit der Bestnote bestanden. Ach, ehrlich? Ja. So ist das, ne? So. Ja, hier einer meiner absoluten Lieblingssongs für Live-Shows von Menas Moos. Bombensong. Also. Tres Cerveza. Cerveza Tres. Hätte ich 3 Wünsche frei, würde ich... 3 Bier nehmen. 1 Bier, 2 Bier. 3 Bier nehmen. Oh. Hätte ich 3 Wünsche frei, würde ich 3 Bier nehmen. Ja. 1 Bier, 2 Bier, 3 Bier nehmen. Hätte ich 3 Wünsche frei, würde ich 3 Bier nehmen. Ja. Auch wenn es da, wo ich wäre, gerade frei Bier gäbe. Ja. Ich zerstöre mein Hörgerät, wenn ich im Radio Johannes Oerding sehe. Bitches werden nasser als der Wörthersee. Wie kühler Bier, ich krieg Bock zu saufen, wenn ich diese beiden Wörter sehe. Okay. Ich bin im Swingerclub mit meinem Schäferhund. Denn er liebt es, wie ich guck, wenn er Fremde bumst. Brauche Beschäftigung, glaub ich bring ein paar Rapper um und geh dann nur für Free Food hin zu der Beerdigung. Das Amt. Weißt du, einfach mein Hoodie hier schon das Kapüzchen draufgezogen, ne? Ja, hast du. Ganz klar, und einfach ein bisschen wild gehen, ne? Absolut. Ist ganz klar. Du hast ja. Auch gerade übermäßig gefühlt. Bruder, ich möchte am liebsten jetzt, das ist so meins, ich könnte mir bei 4, 5 Vicula, könnte ich mir vorstellen, dass ich jetzt überlegt habe, ob ich in die Stage dive. Das wäre aber auch jetzt der Moment, dass du aufstehst und es maximal fühlst, weil du der perfekte Two-Stepper-Abgeher bist, weißt du? Bin ich nicht, deswegen glaube ich sitzen. Mark, mach einen Drecksberuf. Ich zieh direkt an der Schnur von dem Sprengstoffgurt. Baby, bye, bye, ich muss an die Bar. Ich sehe gerade von der Seite, dass meine Kapuze auf jeden Fall eine ziemlich abgeknickt, weirde Optik hat. Das nice. Passt nice. Du kannst alles nice. Tragen. Hey,
Das ist okay. Aus dem Scheißhaus kann man kein Wohnzimmer machen. Wann ich fertig bin, hörst du an der Sirene von dem Krankenwagen. Ja, saufen ist mein Lebensmittelpunkt. Bier ist mein einziges Lebensmittelpunkt. Hätte ich nur einen Wunsch oder zwei oder drei, müsste ich nicht lange überlegen. Denn ich weiß, hätte ich drei Wünsche frei, würde ich drei Bier nehmen. Ja. Ein Bier, drei Bier, drei Bier nehmen. Hätte ich drei Wünsche frei, würde ich drei Bier nehmen. Ja, okay. Alles hat ein Ende, nur mein Durst hat keinen. Jeden Tag tu ich, als wird mein Geburtstag sein. Baby, bye, bye, bye. Ich geh in die Kneipe und bin so in zwei, drei Tagen wieder daheim. Die Pussy ist super dry, weil du trägst super dry. Ich dreh und. Pussy ist super dry, weil du trägst super dry. Ich verstehe nicht, warum, hab ich letztens das Video gesehen. Ich verstehe nicht, warum Frauen Pullover mit super dry. Tragen. Ich trage ja auch keine Shorts, wo nicht wo draufsteht, wird nicht richtig hart. Oh, wow. Ich fand jetzt ziemlich geil, Alter. Grund auf dich ein, wie die Polizei. 10 Uhr morgens und ich bin schon wieder gut dabei. Pimmel steinhart, Birne butterweich. Das Bier Pimmel steinhart, Birne butterweich. Hier nimmt er auf jeden Fall noch Knowledge fürs Leben mit. Läuft, guck, es läuft und ist nicht mal teuer. Ist die Flasche leer, kauf ich mir von dem Pfand eine neue. Manchmal würde ich's gerne ändern, doch ich schaff es nicht. Denn von dem Bier wird mein Gehirn in den Arsch gefickt. Ja, saufen ist mein Lebensmittelpunkt. Bier ist mein einziges Lebensmittelpunkt. Hätte ich nur einen Wunsch oder zwei oder drei, müsste ich nicht lang überlegen. Denn ich weiß, hätte ich drei Wünsche frei, würde ich drei Bier nehmen. Ja. Ein Bier, drei Bier, drei Bier. Es geht ab hier. Hätte ich drei Wünsche frei, würde ich drei Bier nehmen. Ja. Auch wenn es da, wo ich wäre, gerade frei. Mehr Reaktionen gab's bis jetzt noch nie hier. Von mir schon, aber von ihm nicht. Ja. Ein Bier, drei Bier, drei Bier nehmen. Hätte ich drei Wünsche frei, würde ich drei Bier nehmen. Ja. Auch wenn es da, wo ich wäre, gerade frei Bier gäbe. Ja. Ja. Ein Bier, drei Bier, Beilefunk. Ein Bier, drei Bier, drei Bier nehmen. Würde ich ein Bier, drei Bier, drei Hardstyle. Ein Bier, drei Bier, drei Bier nehmen. Würde ich ein Bier, drei Bier, drei Bier nehmen. Das Ende kann man Kille. So machen. Ich wär gerne beim Beilefunk geblieben. Dieser Hardstyle-Part, den kann man auch rauslassen. Just saying, aber es ist ein krasser Track, dope ist das Fuck. Kennen wir ja schon, ne? Reaction dazu gibt's auch schon. Fakt. Nerd 3000 kann ich irgendwo nachvollziehen, aber dann von meiner Seite Trailerfuck ist dann Menas Moos auf Temo oder so. Okay. Okay. Hätte ich das gewusst? Das ist die Überleitung, Bruder. Oh shit, Bruder, ich hab's nicht gesehen. Hätte ich gewusst. Ich hab's einfach versucht, ich hab's versucht. Ja, die war Chat, gut geplant. Kriegen wir von euch noch ein, zwei Reactions? Kommt noch was? Wie hat euch drei Bier gefallen? Dope, ist fuck oder nope, je wir nachdem. Wir sind zur späten Stunde immerhin noch 20 Leute. Ja, das ist Zahl ziemlich krass. Damit können wir das durchziehen. Ne? Also mindestens so zwei. Ah, dopestens ist fuck. Wir sind auch gleich durch mit dem Album. Gregor, gib's zu, du warst auf deiner Terrasse gestanden und dein Nachbar hat dich bouncen hören. Also ich hätte nichts anderes von dir erwartet. Hundertprozentig. Ne? Ich kann es mir auch vorstellen. Mit so einem Gin für 700 Euro. Und deshalb, komm Bruder, wir gehen über zum nächsten. Hätte ich seit Jahren will ich nur dich. Doch du. Auch den kennen wir schon. Der ist wundervoll, ne? Dieser Song. Nennst mich immer nur dein Bestie. Von der Party, da hast du mich weggeschickt. Wie war's? Hätte ich dich heute warte, hätte ich nicht gewichst. Irgendwie so, ne? Geht's doch. Weil du noch Besuch von deinem Ex kriegst. Und jetzt lieg ich bei mir und flan in mein Kissen, tu durch die Pornhauptstadt. Ich bin immer so, ne? Das ist perfekte Teenie-Film-Mucke der 2000er. Du, das perfekt. Ist einfach American Pie. Es ist so perfekt. Es ist Wheaties, ne? Teenage Dirtbag. Yes, sir. Genau dieser Film. Oh, der Song war auch hart ekelhaft. Oh, das Schlimme ist, der läuft bis heute noch. Seiten Vorschläge klicken, nach dem 10. Mal wichsen, klingelt es an der Tür. Plötzlich stehst du mit einer Packung Kondome vor mir. Du fragst, ob ich noch Zeit hab, ich sag verdammte Scheiße, warum? Hätte ich gewusst, dass du vorbeikommst, hätte ich nicht gewichst. Warum hast du mich nicht informiert? Hätte ich gewusst, dass du vorbeikommst, hätte ich nicht gewichst. Hast du mich nicht informiert?
Hätte ich gewusst, dass du vorbeikommst, hätte ich nicht gewichst, sondern ich hätte Wein gekauft und Blumen gepflückt. Aber in Runde 2 hältst du länger durch, mein Freund. Ja? Das ist wahre Geschichte. Und meistens, wenn es zu spät ist, wollen die den Wein auch gar nicht. Den kannst du einfach behalten. Aber es ist so, wie es ist. Hätte ich gewusst, dass du vorbeikommst, hätte ich nicht gewichst. Ich finde es so schön, dass du hier die E-Gitarren einfach hemmungs- und kommentarlos hinnimmst. Bruder, was soll ich denn machen? Wir haben es doch schon gehabt. So. Wieso soll ich mich noch über diesen Sound auslassen? Das gefällt dir, ne? Ach, Bruder. Bruder, ist, wie es dir gefällt. Du, nee, darauf müssen wir nicht näher eingehen. Das ist halt einfach nicht mein Film, aber es ist okay. Weißt du, allein schon die Waveformen hier, wenn ich mir die anschauen muss, das ist alles so geradlinig und hat einfach nur noch Farben. Da gibt's nichts. Keine Bewegung, keine Veränderung in der Optik, sondern es ist wirklich ein gerader Strich, ein bisschen breiter in unterschiedlichen Farben und dann ist halt alles da reingepackt. Da weiß ich schon, das hat mit Hip-Hop nicht viel zu tun. Doch was hat das mit Rap zu tun? Seit Jahren will ich nur dich. Aber dir das zugestehen, trau ich mich nicht. Schon in der Schule beachtetest du mich nicht. Und ich hab immer heimlich auf dein Bild im Jahrbuch abgewichst. Und jetzt lieg ich bei mir, völlig niedergeschlagen. Schau mir Videos an, wo sie ficken und blasen. Nach dem x-ten Mal wichsen, klingelt es an der Tür. Und du stehst in meinem Playboy-Bunny-Outfit vor mir. Fragst, ob ich noch Zeit hab, ich sag verdammte Scheiße, warum hast du mich nicht informiert? Hätte ich gewusst, dass du vorbeikommst, hätte ich nicht gewichst, sondern ich hätte Wein gekauft und Blumen gepflückt. Aber es ist so, wie es ist, hätte ich gewusst, dass du vorbeikommst, hätte ich nicht gewichst. Oh nein, oh nein, oh nein, du kannst jetzt nicht rein. So gut. Reinszeniertes Selbsthass einfach, weißt du? Bruder, das ist hart. Hättest du noch 10 Minuten gewartet, weißt du, vor 10 Minuten. Ich darf Holz und Schweiß, bitte komm noch einmal zu einer anderen Zeit. Hey, ist doch kein Problem, ich bin gar nicht enttäuscht, aber für deine Pornosucht brauchst du ein Therapeut. Ich hab die Nummer für dich dabei, es ist die 01779. Die Tiefen des Internets sind unergründlich. Das ist schöne Musikstücke. Hätte ich. Hätte ich gewusst, dass du vorbeikommst, hätte ich nicht gewusst. Auch wie der Song halt ausläuft. Dopestens ist fuck. Ich glaube, da braucht. Weiß jeder von mir. Ah, dieser geschmacklose Du zu meiner Rechten. Ja. Nee, Dopestens ist fuck. Das ist genau mein Film. Ich feiere das hart. Ich weiß, ich bin Hip-Hop, aber das da ist dope. Er hat es gerade gesagt, ja, das ist dope. Exakt. Na, das ist meine Bewertung für diesen Track. Das weißt du, Bruder. Das ist halt nicht mein Film. Es ist, verzeiht mir. Ich bin offen für hausige Elemente. Ich bin dem eher so wohlgesonnen. Und sobald es in eine rockige Richtung geht, irgendwas in mir passiert da manchmal. Aber ein Dope ist ein Dope. Irgendwas tief in mir. Bruder, ein Dope ist ein Dope. Muss man ganz ehrlich sagen. Was sagt der Rest von euch dazu? Und nicht mal mit 3 Bier. Nicht mal mit 10 Bier würde ich darauf klarkommen.
Das wäre der Moment, wo ich dann einfach irgendwie das Zelt verlasse. Das ist überhaupt nicht wahr, Bruder. Doch, weil ich auf einem anderen Sound, das wirst du nie erleben. Du würdest Alter. Jedem, hätte ich nicht gewichst, ins Gesicht schreien. Weil ich einen persönlichen Bezug zu den Mösen habe. Und aber im Normalfall jetzt komplett unvoreingenommen, nichts wissend, diesen Track nicht kennend. Wenn wir irgendwo unterwegs sind, würde ich, ne. Auf 10 Bier. Nein. Das Allah. Hast du noch nie gesehen? Hast das du, Allah. Hast du noch nicht? Du, Bruder, du siehst, dem mich, Track. Du siehst mich auf Elektro abgehen, du siehst mich auf Hip-Hop abgehen und sonstige Sachen. Du siehst mich sogar, wenn ich dicht bin, auf Abrischimucke abgehen. Aber bei rockigen Sachen hast du mich noch nie gesehen. Und deswegen ist es nicht eine Lie. Bei dem Song. Hätte ich gewusst. Wie gesagt, dadurch, dass wir einen persönlichen Bezug dazu haben, würde ich das jetzt auf jeden Fall feiern. Aber wenn ich das Ding nicht kenne, irgendwo stehe und das kommt, kannst du schwer davon ausgehen, dass ich nicht im Start bin. Aber das ist dein, du bist schon. Der Song kriegt einen ekstatischen Sex. Finde ich gut. Und deshalb, ich wollte einfach nur Danke sagen. Neue Bewertung. Wir haben uns vor einem Jahr entschieden, wenn dann eher Bewertungen zu streichen, keine neuen hinzuzufügen. Weil das wäre sonst eskaliert. Also, weiter geht's. Danke. Ich gucke in den Spiegel, mir kommt die Kotze hoch. Jetzt wollt ihr das wissen, ne? Jetzt fordert ihr mich heraus. Du hättest nicht sagen sollen. Ah. Ich bin ein junger, cooler Rapper. Warum seh ich so aus wie tot? Dass du mich magst, kann ich nicht glauben. Denn du bist schlau und du hast Stil. Ich trag ein Shirt von Menasmos und geb nur Müll von mir. Doch irgendwann in dieser einen Nacht stand ich splitternackt vor dir und sah so. Das ist so der Moment, wo dann im Highschool Film, nennen wir ihn American Pie, irgendwie eine Szene kommt, wo sich alle gerade wieder vertragen, alles besser wird. Sie führen zusammen und am Ende des Tages stehen sie dann irgendwann vorm Altar und heiraten dann doch. Das aber den dann, Song haben wir ja auch schon gemacht. Danke. Dass er nicht gelacht hat. Ich habe ihn nicht auf dem Schirm, Alter. Echt? Aus wie hingekackt und ich hab dir bis heute nicht gesagt. Danke, dass du nicht gelacht hast. Als ich auf dir jetzt lag, dass du weiter mitgemacht hast, bis ich nach 10 Sekunden kam. Danke, dass du yes. so getan hast, als wäre alles kein Problem. Bitte erzähl es keinem weiter, denn sonst nehm ich mir das Leben und spring vom ICE. Der Big Boy in voller Ekstase hier. Hi. King Bela aufgewachsen, Bruder. Das ist vollkommen okay. Kann ja. man. Ärzte sind großartig. Ärzte sind fantastisch. Ja. Auch die Hosen sind fantastisch. Na. Ja, doch schon auch. Auch. Die Broilers sind fantastisch, Bruder. Ach, da gibt's so. Gibt's einige, die, glaube ich, ziemlich fantastisch sind. Abstürzende Brieftauben auch geil. Ja, bis auf, dass du abstürzende Brieftauben nicht geil fändest. Jetzt bist du dabei. Ja, Album hätte ich geil gefunden. Ich gucke in den Spiegel, was für eine Missgeburt. Das ist auch so ein Tony Hawk Soundtrack. Das Schlimme ist, der Tony Hawk Soundtrack war perfekt von Anfang an. Ja, war er wirklich. Ja, also kannst du sagen, man kann sagen, was man will, dieser Soundtrack ist elementar. Ja. Und ich habe da das erste Mal Atmosphere gehört, Trying to Find a Balance. Ja, ja. Ich habe am Schluss, glaube ich, nur noch 4 Songs in diesem Ding angeklickt. Ja, ist aber scheißegal, ne? Hast du da gebockt ohne Ende. Ja. Was nicht für Millionen Kombos, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Eine arme, dicker Bauch und dazu wenige IQs. Gott sei Dank rasierte ich mir meinen Schwanz, sonst hättest du ihn nicht erkannt. Denn er ist leider nicht sehr lang, doch irgendwann an einem Tag hattest du Sex mit meinem Dreckskörper gemacht und ich hab dir bis heute nicht gesagt. Dass du nicht gelacht hast, als ich auf dir lag. Dass du weiter mitgemacht hast, bis ich nach 10 Sekunden kam. Danke, dass du so getan hast, als wäre alles kein Problem. Bitte erzähl es keinem weiter, denn sonst nehm ich mir das Leben. Du Loser, du Loser, du peinlicher Loser. Ich hab's allen gesagt, du hast leider versagt. Zieh in eine andere Stadt oder schmeiß dich vor dir.
Danke, dass du nicht gelacht hast, als ich auf dir lag, dass du weiter mitgemacht. Leidet hier noch jemand so wie ich? Ich frag für einen Freund. Ach, das, bis ich nach 10 Sekunden kam. Danke, dass du so getan hast, als wär alles kein Problem. Bitte erzähl es keinem weiter, denn sonst nehm ich mir das. Nehm ich mir das. Nehm ich mir das Leben. Und spring vor die CE. Schieß mir in die Fresse. Mit einer Pistole. I'm just a teenage dirtbag, baby. Baby girl. Komm, Vettel, gib dein Dope, sonst ist das fuck. Ja, also da komme ich auch nicht drum rum. Ja, das ist der White Boy in mir ist tatsächlich noch existent. Wer hätte das gedacht? Aber musikalisch ist das schon immer mein Feld mit, von daher Dope ist das fuck, Bro. Also es ist no disrespect, ne? So, das ist wirklich sehr, sehr stark. Das einzige Problem, was ich einfach habe, ist das Genre an sich. Es ist nicht meiner Film. Das ist einfach nicht mein Film, Alter. Und deswegen gibt es auch ein solidarisch nettes Dope von mir, wo, auch wenn mein Körper nach einem Dope schreit, aber das kann ich nicht machen. Dazu ist es eigentlich zu gut. Okay, so viel dazu. Das ist meine Bewertung. Ja, es wäre so schön, Bruder. Wenn's dir auch es wäre wirklich so schön. Es wäre so schön, ist es aber nicht. Last one. Ja, wenn sie jetzt Country machen, bin ich ja down, ne? Country ist okay, oder? Das, die Country ist okay. Das ist so, weil das muss gut gemacht sein, dann kann ich mitleben, ansonsten bin ich raus. Wobei es auch sehr, sehr krass ist, so auf dem Album gefühlt einfach 7, 8 unterschiedliche Genres zu haben, ist krass, ne? Du weißt doch gar nicht, wenn das Album rauskommt, was du vorbereiten sollst zum Hören. So, also das, ja, true. Kannst true. Einfach nur Bier nehmen. True. So mehr geht nicht. Alle in deinem Freundeskreis sind dumme Haufen Scheißes. Doch wir brunchen stundenlang zusammen. Und ich tu so, als ob's geil ist. Als ich gesagt hab, ich will gern spazieren gehen, da hast du mich ausgelacht. Und die beschissenste Serie der ganzen Welt auf der Couch für uns angemacht. Wir haben einen Hund gekauft und eine Wohnung gebaut und deine Eltern sind so froh. Wenn du sagst, das mit uns beiden wird immer so bleiben, dann wünschst dich, du wärst tot. Es wär so schön, es wär so schön, wenn ist auch wild. Macht's mir auf jeden Fall hart schwer mit den letzten 3 Tracks. Was ist los bei dir, Bruder? Was ist? Geh die Menschen durch, für die ich dieses Lied singen würde. Okay, gut. Ja, wenn ich dich nicht verlassen muss. Ich wette, es gibt Leute, die sich sowas wünschen auf der Welt. Also ich bis jetzt noch nicht. Das letzte Mal solche Szenen ungefähr hatte ich bei Final Fantasy wahrscheinlich 1-2, wo das Klavier die Scheibe nie gesehen, die einfach runterkommt. Ja, da halt. Aber nee, ich finde Gedanken schon scheiße. Ficktes Musical. Klar kannst du mir von deinen dummen Freunden erzählen, welche von den Missgeburten streit
streitet sich mit wem? Mein Dying Fetus Shirt liegt in der Müllabfuhr. Also Krieger, ne? So von wegen, das ist so Dorffest, wenn alle voll sind. Ja, genau das. Genau das. Du kauftest mir eins von Pur und von Dieter Nuhr. Morgen gehen wir Nordic. Von Pur und von Dieter Nuhr. Wobei Pur auch Legenden sind, ne? Aber Dieter Nuhr nicht. Nee, Dieter Nuhr ist einfach ein Halbnazi. Ein Halbnazi. Aber Pur ist wirklich ziemlich stark. Muss man den lassen, ne? Und Bietigheim Bissingen halt, ne? Komm mit ins Abenteuerland auf deine eigene Reise. Und der Eintritt kostet den Verstand. Hat mein Fahrschullehrer immer gehört. Geil. Bettjacken. In meinem Leben ist es mir noch nie so schlecht gegangen. Wir haben einen Hund und ein Haus gekauft und du wärst so gern verlobt. Wenn du sagst, das mit uns beiden wird immer so bleiben, dann wünsch dich, du wärst tot. Es wär so schön, es wär so schön, wenn du stirbst. Weil dann müsste ich dich nicht verlassen. Ja. Ich glaube, ich bin zur Luftgitarren-Weltmeisterschaft. Das ist mein Anfang. Hey Mädchen, hör mal zu. Der Junge weiß einfach nicht mehr weiter. Er ist entscheidungsschwach und pathologisch konfliktscheu. Also tu ihm doch diesen... Er ist pathologisch konfliktscheu? Was? Entscheidungsschwach und pathologisch konfliktscheu. Also tu ihm doch diesen kleinen Gefallen. Sterben müssen wir alle mal. Du liebst ihn doch, oder? Es wäre... Es wär so schön, wenn du stirbst. Weil dann müsste ich dich nicht verlassen. Bitte tu mir einen Gefallen, lass ein Klavier auf dich fallen oder stolper vor dem Bus. Denn es wär so schön, wenn ich dich nicht verlassen Ficker. Es ist sogar Bela B dabei. In dem Track. Ja, ist mein voller Ernst. Steht dabei. Minas Moos und Bela B. Er gibt halt auch hart Sinn dann, ne? Also, krass. Also wirklich heftig. Heftig. Grüße an King Bela auf jeden Fall. Ich wünsche mir, dass du stehst. Hey, Moment mal. Wer ist das denn? DJ Arsch. Jungchen, merkst du nicht, wie du hier die ganze schöne Stimmung kaputt machst? Nein, wer bist du? Wir haben sie doch fast soweit. Okay. Dann kommst du mit deinem pietätlosen Gegreine. Ich hab Walton. Außerdem, in diesem Lied kann es nur einen Special Guest geben. DJ Arsch. Das ist dir hoffentlich klar. Wen? Verfass dich in die Hölle, oder? Warte mal. Ja. Mantila Graf 95, falls ich das so richtig ausgesprochen habe, ja, vielen herzlichen Dank. Wir feiern dich auch, dass du am Steasen bist. Dankeschön. Hier ist die Nummer von Klaus Meine. Klaus Meine. Die Scorpions suchen noch jemanden für ein Feature. Ja, gefickten Scorpions. Adios, du Eimer Scheiße. Du bist gemein. Sleep well in your bed gestell. In meinem Bettgestell? Sleep well in your bed gestell. Oh. Der kommt flach, Bruder. Es kommt anscheinend von dem Mann, der auch Geschwisterliebe mitgeschrieben hat. Oh, shit. Okay, ich werde mich verpissen. Bela B. hat mich gefickt. Euer DJ Arschlochficker. In welche Richtung sag's das nicht. Wohl geht? So, ey Max, Bruder. Ey Max. And if you don't know, now you know. Oh shit. Alter. Max, Bro. Ey, können. Oh Gott. Ja, also von mir gibt es einen Dopestens für den Song. Ich habe die letzten drei Tracks gefeiert. Klar mag ich die Rap-Parts mehr. Natürlich hat er das. Aber. Ja, klar hat er das. Ne? Ja, Bro. So ist der Big Boy halt, ne? Natürlich feiert er einfach sowas, klar.
Da ich musikalischen Geschmack habe, ist vollkommen okay. Ich liebe dich, Bruder. Ich dich auch. Natürlich weißt du das. Von daher, dopestens von mir. BGB, was ist mit dir? Damit kommt er nicht klar. Ja, ich liebe es. Ja, natürlich feiere ich das. Ganz klar. Ey. Ja, verzeih mir. So klingt man halt mit Didis Nüssen im Mund. Ja, versuch's ruhig, Bruder. So klingt man halt mit Didis Nüssen im Mund. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, auch das ist nicht mein favorisierter Sound. Surprise, surprise. Aber ich erbarme mich jetzt ein bisschen und ziehe mit Big Boy gleich. Ja, es war ja auf jeden, es war ja sehr erträglich. Es war nicht diese Teenage Dirtbag College, keine Ahnung, US, Green Day, Rock, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht genau zuordnen. Ihr wisst, was ich meine. Das ging auf jeden Fall. Allerdings kein Track, den ich jetzt noch mehrfach in meinem Leben hören würde, außer natürlich bei den Jungs live. Da würde ich es zelebrieren. Kann ich verstehen, Gregor, auf jeden Fall. I feel you. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, weil ich es kann. Und ich muss einfach meinen Respekt zollen an die Dudes für diese Vielfalt an Musik und Kunst und das alles wirklich so umzusetzen. Was sagst du denn abschließend zu dem Album? Naja, es sind jetzt 13 Tracks gewesen, richtig? So. 12 und 1 geht. 12 und 1 geht tatsächlich. Bei den letzten drei Tracks war es auf jeden Fall schwierig mit mir. Also es ist durchweg auf jeden Fall ein Doppelsens. Die anderen Sachen haben hardcore geknallt. Yes. Also wirklich hardcore. Aber das Problem ist halt einfach musikalisch, das bin ich in dem Fall. Und man sieht ja an dem Example Big Boy, ja, der das ja einfach perfekt darstellt. So, der fühlt das, der feiert das. Und der ist auch schon an der Dopestens als Fuckgrenze eigentlich dran, glaube ich fast. Ne? Naja, aber es ist auch Dopestens. Ne? Ja, auf jeden Fall ein Dopestens für mich für das Album. Was ich nochmal rausheben will, ist einfach diese Vielfältigkeit, die diese Jungs mitbringen. Es kommt immer total planlos rüber und sie tun es auch gerne mal so abtun, tun. Ja? Genau so. Aber da steckt verdammt viel Genie dahinter und wir sind sehr dankbar. Und nicht zu vergessen, es sind beides wirklich ausgebildete Musiker. Höchst qualifiziert. Höchst qualifiziert, genau. Das Ganze an der, keine Ahnung was, in Frankfurt. Ja, also irgendwann waren sie wahrscheinlich Mailand, Scala, alles. Ein sehr, sehr krasses musikalisches Verständnis. Ich vermute, dass alles, was hier auch gespielt wurde an Instrumenten, selbst von den Jungs gespielt wurde. Oder zumindest die Skizzen dafür vorgegeben. Ich befürchte, ja, aber ist halt so, ne? Haben sie drauf, sind super sympathisch, wir lieben sie so oder so. Dopestens für das gesamte Album. Und ansonsten gehen wir jetzt alle schlafen. Es ist 22.40 Uhr gleich. Wird Zeit auf jeden. Ich bin müde. Und wir lieben euch. Und wir sehen uns Freitag wieder. Oder wie Menas muss sagen würde. Puh, 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 puh. Nee, Menas muss würde sagen so, geht schon schlafen, dann werdet ihr noch in den Arsch So, ihr wisst Bescheid. Wir lieben euch. Ja. Haut drinne, lasst es euch gut gehen. Schöne Restwoche. Wir sehen uns Freitag 20 Uhr. Falls ihr es noch nicht wisst, könnt ihr euch gerne die Jiggy Reaction angucken. Da kommen ungefähr so 20 Einspieler, wann wir streamen. Nur für den Fall, dass ihr es vergessen solltet. Haut rein. Vielen Dank, ihr Lieben. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ihr seid die Besten. Danke. Ciao.